Der menschliche Faktor von Graham Greene. Aus dem Englischen übersetzt von Luise Wassertal-Zuccari und Hans W. Polak. Funkbearbeitung und Regie Bernd Lau. Seit Maurice Kasel vor mehr als 30 Jahren in die Firma eingetreten war, aß er zum Mittag in einem Pub hinter der St. James Street, nicht weit von seinem Büro. Auf die Frage, warum er dort aß, hätte er die ausgezeichneten Bratwürste erwähnt. Vielleicht wäre ihm ein anderes Bier als Botnys lieber gewesen, aber die Qualität der Würste gab den Ausschlag. Er war immer bereit, Rechenschaft abzulegen über seine Handlungen, auch über die harmlosesten. Es war Vorschrift, dass entweder er selbst oder Arthur Davis, sein Assistent, im Büro anwesend waren, um bei dringenden Telegrammen den dechiffrierten Text persönlich in Empfang nehmen zu können. Obwohl nie etwas wirklich Dringendes für sie kam. Davis behauptete immer, das Schicksal der Welt würde ganz gewiss nicht in den Regionen Afrikas entschieden, mit denen sie es zu tun hatten. Aber die Vorschrift existierte nun mal. Und so galt, dass Davis pünktlich um 12 zum Essen ging und Kasel pünktlich um 1, falls Davis um 1 schon zurück war. Auf den Schlag pünktlich. Wie immer. Dann muss es mal wieder an meiner Uhr liegen. Seine Mittagspause war genau um 11 Minuten gekappt worden. Denn im Unterschied zu Davis kam er immer pünktlich zurück. Als er die 4 Stufen zum Piccadilly hinunter schon fast erreicht hatte, kam der Portier auf ihn zu. Brigadier Tomlinson möchte Sie sprechen, Sir. Brigadier Tomlinson? Ja, Sir. Zimmer A3. Den Gang hier entlang und dann auf der linken Seite. Brigadier Tomlinson, dachte er. Das war ein schwarzer Schnurrbart für ihn, mehr nicht. Er hatte ihn ein einziges Mal gesehen, vor vielen Jahren, am Tag seiner Aufnahme in den britischen Geheimdienst. Damals war Tomlinson auch schon Brigadier gewesen. Aber beim Geheimdienst waren die meisten militärischen Ringe dubios. Sie konnten genauso gut Tarnung sein. Kommen Sie nur, Castle. Kommen Sie. Kennen Sie Oberst Dentry schon? Nein, ich glaube nicht. Guten Tag. Guten Tag. Oberst Dentry ist unser neuer Besen bei der Abwehr. Ich habe ihm erklärt, dass nur Sie und Davis die Top-Secret-Telegramme in Sektion 6a zu sehen bekommen. Falls man bei uns überhaupt von Top-Secret reden kann. Sagen Sie, dieser Davis kommt von der Universität Reading. Sie haben sich gut vorbereitet. Genauer gesagt, ich habe eben mit Davis mich unterhalten. Ach, deshalb war er erst so spät vom Essen zurück. Dentrys Lächeln erinnerte ihn ein wenig an das schmerzhafte Öffnen einer Wunde. Hat er Sie gewarnt? Nein, aber vielleicht stecken wir ja unter einer Decke. Die Wunde öffnete sich wieder ganz wenig und schloss sich dann fest. Politisch steht er vermutlich ein bisschen links. Er ist Mitglied der Labour Party. Und Sie? Ich bin parteilos. Aber Sie geben doch manchmal Ihre Stimme ab. Ich glaube, ich habe seit dem Krieg nicht mehr gewählt. Interessanter Standpunkt. Es macht Ihnen doch wohl nichts aus, wenn ich zum Abschluss Ihre Aktentasche... Von Davis habe ich das auch verlangt. Davis hatte gar keine Aktentasche bei sich. Oh, dann muss das dieser andere gewesen sein. Watson? Ja, genau, Watson. Ja, wenn Sie sogar den Chef kontrolliert haben... Das ist Vorschrift. Was ist denn das hier? Das ist mein Einkaufszettel. Zwei Maltesers, halbes Pfund Earl Grey, Käse Wensleydale oder Double Gloucester, Yardley Pre-Shave Lotion. Was um Himmels Willen sind denn Maltesers? Malzbonbons mit Schokoladenüberzug. Meiner Meinung nach sind sie besser als Katzenzungen. Aha. Kassel hatte es jetzt sehr eilig. Mit 20 Minuten Verspätung traf er in seinem Pub ein, wo sein Stammplatz in der Ecke schon besetzt war. Er aß und trank sehr hastig und schätzte, dass das ungefähr 7 Minuten eingebracht hatte. Dann kaufte er das Rasierwasser, den Earl Grey und den Double Gloucester. Als er wieder zurück im Büro war, hatte er die Verspätung bis auf 3 Minuten aufgeholt. Sie haben ja gar nichts von der Kontrolle gesagt, Davis. Ich musste schwören, dass ich nichts sage.
Hat man Sie bei irgendwas erwischt? Eigentlich nicht. Mich schon. Ich hatte den Bericht von 59800 in der Manteltasche. Und? Was hat er gesagt? Ach na ja, es ging. Verwarnt hat er mich. Vorschriften wären dazu da, befolgt zu werden. In einem so wenig alltäglichen Beruf wie dem des Geheimdienstlers wird alles, was alltäglich ist, kostbar. Vielleicht war das der Grund, weshalb Maurice Castle vor 7 Jahren, nach seiner Rückkehr aus Südafrika, den Wunsch verspürte, sich in seinem Geburtsort, einem kleinen Nest am Rande Londons, niederzulassen. Das Haus in der King's Road hatte er sich mit den Krediten einer Bausparkasse gekauft. Bar zu bezahlen wäre viel billiger gewesen, aber er wollte nicht auffallen in einer Gegend, wo niemand sein Haus bar bezahlen konnte. Er träumte überhaupt häufig davon, sich seiner Umgebung völlig anzupassen, wie andere von sportlichen Höchstleistungen träumen mochten. Er hatte auch heute den Zug um 18.35 Uhr vom Bahnhof Euston erreicht und war fahrplanmäßig um 19.12 Uhr in Brockhampstead eingetroffen. Sein Fahrrad hatte wie jeden Tag am Bahnhof gestanden und er war, Bewegung tat ihm gut, auf einem längeren Umweg nach Hause gefahren. Sarah! Die Whiskyflasche stand nicht wie sonst auf der Anrichte bereit. Er spürte Angst wie einen Insektenstich. Sarah! War das schon der Tag, von dem er immer gewusst hatte, dass er einmal kommen würde? Ach, Liebster, ich hab dich gar nicht kommen hören. Dr. Baker hat mir gerade noch ein paar Anweisungen gegeben. Was ist denn passiert? Sam hat die Masern. Ah, er ist bald überm Berg. Achten Sie nur darauf, dass er im Bett bleibt und nicht zu viel Licht. Und wenn etwas sein sollte, rufen Sie mich ruhig an, auch wenn es schon spät ist. Danke. Castle nahm seine Frau in die Arme. Wie jeden Abend fuhr er ihr behutsam über ihr schwarzes, widerborstiges Haar. Als müsse er sich vergewissern, dass sie noch unversehrt war. Das hatte er schon getan, als sie sich in Johannesburg noch heimlich treffen mussten. Die Angst war er nie losgeworden. Obwohl es in England keine Rassengesetze gab. Und obwohl hier niemand daran Anstoß nahm, dass sie Negerin war. Hallo? 1, 2, 3, 4. Hallo? Wieder niemand? Wahrscheinlich falsch verbunden. Das ist jetzt schon das 3. Mal diese Woche. Ob das Einbrecher sind, die rausfinden wollen, ob wir zu Hause sind? Was ist bei uns schon zu holen? Man liest so scheußliche Geschichten. Dafür habe ich dir ja Buller gekauft. Wo ist der überhaupt? Im Garten und frisst Gras. Er hat von irgendwas Bauchweh. Außerdem weißt du ja, wie er zu Fremden ist. Er umschmeichelt sich und wedelt mit dem Schwanz. Dem Gasmann hat er heute einen schönen Schrecken eingejagt. Der kennt ihn doch. Es war aber ein Neuer. Ein Neuer? Warum? Unser Alter hat die Grippe. Hast du seinen Ausweis verlangt? Natürlich, Liebste. Fürchtest du dich am Ende auch vor Einbrechern? Nachdem er den Gaszähler gewissenhaft untersucht, aber nichts gefunden hatte, gingen sie hinauf zu Sam. Der Junge lag quer über dem Bett, den Kopf auf einer Schachtel Bleisoldaten. Ein schwarzer Fuß hing unter der Decke vor, ein Offizier der Panzertruppen stak zwischen den Zehen. Er schlief fest. Fiebrig sieht er aus. Und durstig. Das würdest du auch mit über 39 Fieber. Er wirkte viel dunkler als seine Mutter. Castle sah plötzlich ein Foto vor sich, auf dem eine schwarze Kinderleiche mit ausgebreiteten Armen im Wüstensand lag, beäugt von einem Geier. Hoffentlich hat er heute Nacht keine Albträume. Hat er wieder welche? Eigentlich immer denselben. Wir beide fahren mit dem Zug fort und lassen ihn allein. Auf dem Bahnsteig packt ihn jemand und zerrt ihn weg. Der Arme. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Er ist jetzt in dem Alter, wo man Albträume hat. In dieser Nacht wachte sie nach dem ersten Schlaf auf, als er noch gar nicht eingeschlafen war.
Es ist sonderbar, dass du Sam so gern hast. Natürlich habe ich ihn gern. Natürlich ist das überhaupt nicht. Einen kleinen Bastard. Unsere erste Nacht damals hinter der Grenze. In Lorenzo Marquez. Im Hotel Polana. Ich denke oft daran. Damals musste ich dir unbedingt als erstes sagen, dass ich von einem anderen schwanger war. Ich dachte, auch wenn er sich jetzt anzieht und für immer weggeht, ich muss es ihm sagen. Du bist nicht weggegangen. Wir haben uns geliebt, obwohl Sam schon in mir war. Bist du nie traurig, dass wir kein Kind miteinander haben? Ich liebe Sam, weil er dein Sohn ist. Weil er nicht meiner ist. Weil ich in ihm nichts von mir erkennen muss. Ich will nicht, dass es mit mir weitergeht. Immer und ewig. Die Getränke stehen im Esszimmer bereit. Bitte bedienen Sie sich selbst. Hey, Dicky, wo bleibt Dodo? Hat er sich Oberst Daintree gehört? Wurde von niemandem beim Vornamen genannt, weil ihn niemand kannte. Etwas vereinsamt ging er ins Esszimmer, wo sich ein kleiner, rosiger Mann im Tweedanzug gerade einen Martini mixte. Hallo, Daintree. Sie erkennen mich nicht mehr? Es tut mir leid. Percival, hab mal Ihren Blutdruck gemessen. Ach, natürlich, Dr. Percival, ja. Wir sind ja sozusagen bei derselben Firma. Genau, ja. Sie möchte, dass wir drei uns nach dem Essen mal zusammensetzen. Scheint ein Problem zu geben. Lady Hargreaves Fleischpastete, auf die sich einige Kenner mehr gefreut hatten als auf die Jagd selbst, erfüllte alle Erwartungen. Ausgezeichnet, meine Liebe, wirklich ganz ausgezeichnet. Daintree ging die Gäste einzeln durch und fragte sich, wer wohl zum reinen Vergnügen hier war und wer dienstlich. Wie er selbst. Lord Hargreaves war eingeschlafen. Jahrelanger Kolonialdienst hatte ihn den Trick gelehrt, seine Siesta unter den ungünstigsten Bedingungen zu halten. Sogar im Kreise streitender Häuptlinge. John, bitte wach auf. Nur ein kleines Nickerchen, meine Liebe. Deine Pastete war übrigens wieder ganz ausgezeichnet. Daintree beneidete ihn um seine Sicherheit. Um seine elegante Frau. Wie konnte jemand, der nicht aus der Armee kam, überhaupt zum Sie ernannt werden? Zumal seine ganze geheimdienstliche Praxis noch aus den Kriegsjahren in Afrika datierte. Wenn er Leute wie Hargreaves sah, fühlte er sich benachteiligt. Dies Gefühl wich auch nicht, als sie einige Zeit später zu dritt im Herrenzimmer saßen und Hargreaves mit großer Selbstverständlichkeit Zigarren herumgehen ließ, Whisky einschenkte und nebenbei im Kamin stocherte. Mir persönlich macht das Schießen keine besondere Freude. Ich habe auch in Afrika nie geschossen. Aber meine Frau hängt an diesen altenglischen Sitten. Schade, dass Sie sich keinen Forellenbach leisten. Stimmt. Sie sind ja mehr fürs Fischen. Übrigens, eine gute Überleitung. Was uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird, könnte man auch Fischen nennen. In Sektion 6 gibt es eine undichte Stelle. Sektion 6 habe ich gerade überprüft. Ja, deswegen habe ich Sie ja hergebeten. Natürlich wollte ich Sie auch zur Jagd einladen. Irgendetwas Auffälliges? Mit den Sicherheitsvorschriften wird es nicht so genau genommen. Davis von 6a zum Beispiel hat einen Bericht in der Manteltasche,
Wollte ihn beim Essen noch mal durcharbeiten. Aha. Und noch etwas? Eigentlich nicht. Ist denn etwas Wichtiges durchgesickert? Sagen wir ein paar Tröpfchen. Interessant ist, dass es ausnahmslos die Chinesen betrifft. Scheint so, als versuchte der KGB über uns genauere Einblicke in die Afrika-Strategie der Chinesen zu bekommen. Die Berichte, die den Sowjets zugespielt wurden, stammen übrigens samt und sonders aus 6a. Dentry? Wir hätten demnach einen inneren Kreis, nämlich Castle und Davies von 6a, samt ihren Kontaktleuten in Afrika. Mhm. Dazu Watson als Chef der Gesamtsektion 6. Und einen äußeren Kreis, zu dem man wohl die ganze Sektion 6 zählen müsste. Richtig. Beginnen wir mit dem inneren Kreis. Castle arbeitet schon fast 30 Jahre für uns. Wir mussten ihn vor 7 Jahren aus Pretoria abziehen, weil er Schwierigkeiten wegen eines schwarzen Mädchens hatte. Ein eher schwerfälliger Mensch. Verheiratet, ein Kind, das Haus mit Hypotheken belastet. Kein hoher Lebensstandard, nicht mal ein Auto. Gewissenhaft bis pedantisch. Für Sie kommt er nicht in Betracht? Nein. Ah. Percival, ich komme nicht an den Whisky. Diese verdammte Jagd hat mich wieder so steif gemacht, dass ich mich kaum rühren kann. Ja, ich mach schon. Jedes Jahr sage ich, nie wieder Jagd. Ach, das wäre aber schade um die Fleischpastete Ihrer Frau. Da werden wir doch einen anderen Anlass finden. Ja, denken Sie mal dran, Forellen auszusetzen. Ja, ja. Also, weiter, Daintree. Erzählen Sie uns etwas über Davies. Er kommt von der Universität Reading, Mathematik und Physik. Militärdienst teilweise in Eldermeston. Bekennt sich zur Labour Party. Wie 45% der Bevölkerung. Na, trotzdem. Das Junggeselle lebt allein, geht ziemlich großzügig mit Geld um. Bevorzugt alten Portwein, spielt Pferdetoto. Und was leistet er sich noch, außer Portwein und Pferdetoto? Er fährt einen Jaguar. Ja, den fahre ich auch. Darf man erfahren, wie die undichte Stelle entdeckt wurde? Es ist uns gelungen, einen KGB-Offizier umzudrehen. Er wollte eigentlich überlaufen, aber wir konnten ihn überreden, auf seinem Posten zu bleiben. Im Moment besteht noch keine Gefahr für ihn. Sie können sich denken, wie wichtig der Mann für uns ist. Alle Achtung. Gratuliere. Ja, danke, danke. Ich muss noch mal auf Davies zurückkommen. Ja? In dem Bericht, den er in der Tasche hatte, ging es am Rande wenigstens auch um chinesische Aktivitäten. Oh, das wäre ja schon was. Was schlagen Sie vor? Ich weiß nicht. Mir sind die Anhaltspunkte noch zu vage. Ich würde unsere Spezialeinheiten auf die ganze Sektion 6 ansetzen. Mhm. Abhörgeräte in allen Wohnungen, Kontrolle von Post und Telefon. Dazu Einzelüberwachung. Es gibt noch ein Problem. Die Nachricht, dass bei uns eine undichte Stelle existiert hat, wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Skandal. So kurz nach dem Fall Blake. Es kann uns mehr schaden als die undichte Stelle selbst. Ja, drückt mir doch einfach ein Auge zu. Wie ein toleranter Ehemann. Wir ermitteln den Schuldigen, schieben ihn in eine sicherheitsunempfindliche Abteilung ab und wir vergessen die ganze Geschichte. Und vertuschen damit ein Verbrechen? Ach Gott, ein Verbrechen, ein Verbrechen. Irgendwie begehen wir doch alle Verbrechen. Das gehört doch zu unserer Arbeit. Seien Sie doch noch mal so nett. Also, ja. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass ich meine Arbeit eher niederlege, als dass ich etwas vertuschen helfe. Aber ja, Sie sollen den Schuldigen ja auch finden. Und wenn Sie ihn haben, wird er auch zur Verantwortung gezogen. Ich wollte nur sagen, dass ein öffentliches Gerichtsverfahren nicht unbedingt die beste Lösung ist. Denken Sie mal an die Russen. Die wickeln sowas auch nicht vor Gericht ab. Spielen Sie Schach?
Nein. Ich spiele Bridge. Sehen Sie? In der Sowjetunion kennt man Bridge gar nicht. Ist das denn von Bedeutung? Aber die Sache ist wirklich ganz einfach. Setzen Sie ruhig Ihre Spezialeinheiten ein. Und wenn Sie unseren Mann haben, dann werden wir ihn eliminieren müssen. Kein Gerichtsverfahren, keine Publicity. Eliminieren? Sie meinen... Ich weiß, das ist ziemlich neu für uns. Es liegt eigentlich mehr auf der Linie von KGB und CIA. Und deshalb sollten Sie ja Dr. Percival hier treffen. Wir werden sein wissenschaftliches Team dazu brauchen. Er sollte still und friedlich sterben. Keine Schmerzen. Außerdem zeichnen sich Schmerzen auf dem Gesicht ab. Wir müssen auch an die Verwandten denken. Ein ganz natürlicher Tod. Ja, leicht wird das nicht. Nehmen wir an, es ist Davis. Der Mann ist knapp über 40, in der Blüte des Lebens. Ja, ein Herzanfall wäre vielleicht gerade noch glaubhaft. Außer... Weiß jemand von Ihnen, ob er trinkt? Sie sagten doch etwas von Port, nicht wahr, Danger? Ich habe nicht gesagt, dass er schuldig ist. Ja, niemand sagt das. Wir nehmen Davis ja nur als Beispiel. Ja, ich würde gern mal seine Krankengeschichte ansehen und ihn auch mal kennenlernen. Er wäre auch sozusagen mein Patient, wenn er... Ein früh gealterter junger Mann mit Haaren, die bis auf die Schultern hingen, fegte eine Diskothek an der Ecke der Old Compton Street, als Morris Castle vorüberging. Soho hatte um diese Tageszeit noch etwas von dem Zauber, der ihm aus Jugendtagen in Erinnerung war. An dieser Ecke hatte er zum ersten Mal eine fremde Sprache gehört. Davor sein erstes Glas Wein getrunken. Die Striptease-Läden waren noch zu und kein Polizist war zu sehen. Castle ging auf eine Buchhandlung zu, deren Kunde er seit Jahren war. Dem Treiben in Soho stemmte Halliday und Sohn seine Penguin- und Everyman-Ausgaben entgegen, sowie antiquarische Ausgaben der Klassiker der Weltliteratur. Ein schöner Herbstmorgen heute, Mr. Castle. Auf dem Land draußen hatten wir schon den ersten Frost. Oh, das ist ein bisschen früh. Sagen Sie, haben Sie Krieg und Frieden? Mit Clarissa sind Sie schon durch? Nein, aber ich komme nicht weiter. Und noch 4 Bände. Wie immer, 2 Exemplare per Post? 2 Exemplare per Post. Wie gehen die Geschäfte? Die Moden ändern sich. Heutzutage besteht wenig Nachfrage nach großen Schriftstellern. Die alten Leute werden zu alt und die Jungen, ja, die scheinen eine ungewöhnlich lange Zeit jung zu bleiben. Mein Sohn macht bessere Geschäfte als ich in seinem Laden da drüben. Ihr Sohn muss eigenartige Kunden haben. Ich möchte darüber nichts sagen, Mr. Castle. Jedenfalls bleiben unsere Betriebe separat. Hier kommt mir kein Polizist herein, um Schmiergeld zu kassieren. Ich würde Ihren Sohn gern einmal kennenlernen. Er kommt jeden Abend herüber und hilft mir bei der Buchhaltung. Wir sprechen oft von Ihnen. Sie könnten ihm sagen, dass ich eine Ausgabe von Monsieur Nicolas besitze, die ich verkaufen möchte. So etwas nehmen Sie ja nicht gerne in Kommission. Nein, aber ob das gerade sein Fall ist? Monsieur Nicolas ist ein Klassiker der erotischen Literatur. Sie vergessen trotzdem nicht, es ihm zu sagen? Ich habe noch nie eine Botschaft vergessen, nicht wahr? Castle überquerte die Straße und schaute einen Moment in das andere Geschäft hinein. Alles, was er sah, war ein pickliger junger Mann, der trübsinnig ein Gestell mit Aktmagazinen durchwühlte. Ein Ripsvorhang schloss den Raum nach hinten ab. Vielleicht saß dahinter der junge Halliday, den zu treffen, der noch nie das Glück hatte. Ausnahmsweise war Davis an diesem Morgen vor ihm im Büro. Ach nee. Geben Sie mir noch mal bitte Philipp de Bar. Welche Nummer? 59800-3. Was hat denn der angestellt? Der ist zwangsweise als Postdirektor von Kinshasa pensioniert worden, weil er sich zu viele Fehldrucke für seine private Briefmarkensammlung hat anfertigen lassen. Und damit sind wir unseren fähigsten Agenten in Zaire los, wegen Briefmarken. Das ist doch Provinztheater. Manchmal möchte ich mir auch einen anderen Job suchen. Dafür ist es zu spät. Sarah sagt immer, ich sollte in Pension gehen.
und mein Buch schreiben. In geheimer Mission? Nein, nein, nicht über uns. Über die Apartheid. Und was mache ich dann? Mit Ihnen kann man wenigstens ab und zu mal lachen. Hallo, Cynthia. Ein Brief für Sie. Würden Sie hier bitte den Empfang bestätigen? Cynthia, haben Sie Lust, mit mir zum Mittag zu essen? Nein, tut mir leid. Ich muss noch einkaufen. Na schön. Ein andermal. Was soll das denn? Ärztliche Überprüfung bei Dr. Percival. Dr. Percival? Bevor ich nach Südafrika ging, hat der mich zum Diabetiker erklärt. Ich war dann beim Facharzt und da kam raus, dass ich eher zu wenig Zucker hatte. Glauben Sie, die wollen mich ins Ausland schicken? Würden Sie denn gehen? Ich habe immer geträumt, eines Tages komme ich nach Lorenzo Marquez. Ich habe einen ganzen Ordner über die Restaurants und Nachtclubs dort. 69300, weiß nicht, halb so viel wie ich. Der ist so verdammt seriös, der nimmt seine Arbeit noch mit ins Bett. Was wir zwei da unten für Späße machen könnten. Wer wir zwei? Cynthia und ich. Ach, sind Sie doch für ein Träumer. Ich möchte weg hier, Castle. Nichts weiter als weg. So schlimm? Da sitzen wir und schreiben alberne Telegramme. Denken wir, wären wir, weil wir ein bisschen mehr über Erdnüsse wissen oder darüber, was Mobutu beim Mittagessen gesagt hat. Ich dachte immer, Sie amüsieren sich außerhalb des Dienstes ganz gut. Ah, ich habe meinen Spaß. Wenn ich leicht betrunken bin. Doch, doch, den habe ich. Castle? Watson hier. Castle, sie möchte Sie sprechen sofort und kein Wort zu den anderen. Verstanden? Ja, verstanden. Was ist? Ach, nichts. Ich muss nur schnell was erledigen. Sir John Hargreaves war ganz anders als der alte Sie. Jedenfalls war er überhaupt nicht einschüchternd. Sie kennen Afrika? Nur Südafrika. Ja, richtig, Sie waren in Südafrika. Südafrika ist irgendwie nicht das richtige Afrika, finde ich. Nordafrika übrigens auch nicht. Sie haben in Pretoria sehr gute Arbeit geleistet. Erstklassiger Verwaltungsbeamter heißt es hier. Sie hatten dann private Schwierigkeiten. Schwierigkeiten würde ich das nicht nennen. Ich habe mich verliebt. Ah ja, hier steht's ja. In eine Afrikanerin. Was man da unten eine Bantu nennt. Sie haben die Rassengesetze gebrochen. Wir leben jetzt in einer gültigen Ehe. Ja, ich weiß. Geht's der Familie gut? Ja, danke. Der Grund, weshalb ich Sie sprechen wollte, Castle, ist ein Besuch, den wir in nächster Zeit hier haben werden, und zwar von einem Cornelius Müller, einem der großen Tiere von BUSS. Ich glaube, Sie kennen ihn noch aus Pretoria. Der Schlag war so heftig und kam so aus heiterem Himmel, dass ihm schwindlig wurde. Wie hat er sich auch so einlullen lassen können? Wir müssen ihm Einblick in Teile des Materials geben, mit dem Sie sich befassen. Informationen über Guerillas, über die neuen Herren in Mosambik, über russische und kubanische Einflüsse, Wirtschaftsinformationen aller Art. Sir, als ich in Pretoria war, habe ich mich mit diesem Müller sehr schwer getan. Er hat mich damals zu erpressen versucht. Ich fürchte, dass sich das auf unser persönliches Verhältnis auswirken wird. Es wird nicht leicht, das weiß ich. Beide sprungbereit, dem anderen an die Kehle zu fahren. Sie haben einen leichten Vorteil. Für ihn kommt es überraschender. Warum müssen wir ihn denn überhaupt informieren, Sir? Haben Sie mal überlegt, was mit dem Westen geschieht, wenn die südafrikanischen Goldminen durch einen Rassenkrieg lahmgelegt werden? Wenn Russland das Hauptförderungsland für Gold ist? Oder denken Sie an die Diamantenförderung? Und dann gibt es noch etwas Wichtigeres, nämlich Uran. Haben Sie eigentlich noch nichts über die Operation Onkel Remus gehört? Es gab ein paar Gerüchte. Ob es uns passt oder nicht, wir und Südafrika und die Vereinigten Staaten sind Partner in Onkel Remus. Und das bedeutet, dass wir zu Mr. Müller freundlich sein müssen.
Tun Sie also Ihr Bestes. Ich schlage vor, Sie laden Müller erstmal zu sich nach Hause ein. Das wird ein heilsamer Schock für ihn sein. Carson war noch benommen, als er zur Tür ging. Davis fiel ihm erst im letzten Moment wieder ein. Darf ich noch etwas zu meinem Kollegen Davis sagen, Sir? Worum geht's? Davis sitzt schon zu lange an seinem Londoner Schreibtisch. Wir sollten ihn nach Lorenzo Marquez versetzen. Im Austausch für 69300. Hat Davis das vorgeschlagen? Nicht direkt. Aber er wäre froh, wegzukommen. Ich verspreche Ihnen, ihn im Auge zu behalten. In der ersten Oktoberwoche stand Sam zwar immer noch unter Quarantäne, aber Komplikationen waren nicht eingetreten. Eine Gefahr weniger bedrohte die Zukunft. Als Castle am Sonntagmorgen die High Street hinunterging, hatte er plötzlich den Wunsch, sich für Sams Genesung zu bedanken. Wenn auch nur bei einem Mythos. Der Gottesdienst war fast zu Ende. Die Versammelten standen trotzig aufrecht, während sie sangen. Einen Augenblick war er nahe daran, ihren unglaublichen Glauben zu teilen. Es konnte nicht schaden, ein Dankgebet an den Gott seiner Kindheit zu murmeln. Am Nachmittag ging er mit Sam und Buller auf den Gemeindeangel spazieren. Zwischen den längst überwucherten Resten alter Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg. Hat man hier Spione erschossen? Aber nein, wo denkst du hin? Hier haben ein paar Schießübungen stattgefunden, vor mehr als 50 Jahren. Aber es gibt doch Spione, oder? Doch ja, vermutlich. Als Kind habe ich geglaubt, dass hier ein Drache wohnt. Was ist denn der Drache? Das weißt du doch, diese gepanzerten Tiere, die Feuer speien. So wie ein Panzer? Ja, so ähnlich, ja. Mehr wie eine Rieseneidechse. Hast du dich vor dem Drachen gefürchtet? Nein. Ich habe mich vor ganz anderen Dingen gefürchtet. Vor der Schule zum Beispiel. Warum hast du dich vor der Schule gefürchtet? Muss ich mich auch vor der Schule fürchten? Nein, nein. Jeder hat was anderes, wovor er sich fürchtet. Vielleicht brauchst du mal keinen Drachen, der dir hilft. Aber ich brauchte einen. Die ganze Welt hat meinen Drachen gehasst und wollte ihn töten. Ich bin nachts aus dem Schlafsaal geschlichen und habe ihm Sardinenbüchsen gebracht. Die hat er mit seinem Feueratem gebraten, weil er sie lieber warm mochte. Ist das auch wirklich wahr? Als sie zu Bett gegangen waren, war wieder ein Tag vergangen, an dem er nicht den Mut gefunden hatte, Sarah vom bevorstehenden Besuch Cornelius Müllers zu erzählen. Hältst du es wirklich nicht für zu spät? Wofür? Meinen Job aufzugeben. Natürlich nicht. Du bist ja kein alter Mann. Wir müssten vielleicht wegziehen von hier. Wieso? Dieser Ort ist nicht schlechter als jeder andere. Müller kommt herüber. Sarah. Cornelius Müller? Ja. Mach dir keine Sorgen. Er kann uns nichts mehr tun. Sie will, dass ich ihn hierher bringe. Dann bring ihn doch. Und zeig ihm, wie du und ich und Sam... Du bist einverstanden? Natürlich bin ich einverstanden. Eine schwarze Gastgeberin für Mr. Cornelius Müller. Und ein schwarzes Kind. Oberst Daintry war irritiert, als ihn am Eingang von Stones Restaurant ein Mann in einem lächerlichen Zylinder fragte, ob er einen Tisch reserviert habe. Das früher altmodische Esslokal mit Sägespänen auf dem Fußboden hatte sich dem Geschmack von Spesenrettern anverwandelt. Seine Tochter erwartete ihn schon. Verzeih, dass ich mich verspätet habe, Elisabeth. Ich habe eine große Neuigkeit. Nur Mutter weiß schon davon. Wie geht es deiner Mutter? Ganz gut. Sie ist für ein paar Wochen nach Brighton gefahren. Luftveränderung. Hoffentlich hat sie schönes Wetter. Willst du denn meine Neuigkeit gar nicht wissen?
Über ihre Schulter hinweg sah er plötzlich Davis. Davis saß allein an einem Tisch, der für zwei gedeckt war. Die Augen gesenkt, trommelte er nervös aufs Tischtuch. Eine Neuigkeit? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Nur Mutter weiß davon und der Betreffende natürlich. Halb und halb erwartete er, an den Tischen rechts und links Davis Beschattung zu entdecken. Aber die zwei ältlichen Paare sahen nicht nach Staatspolizei aus. Dich scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Entschuldige, also was ist das große Geheimnis? Ich heirate. Du heiratest? Weiß deine Mutter das? Aber das sage ich doch die ganze Zeit, dass sie es weiß. Ach, tut mir leid. Warum tut es dir leid, dass ich heirate? Nein, das habe ich nicht gemeint. Natürlich tut es mir nicht leid, wenn dein zukünftiger Mann dich verdient. Ich bin nicht zum Verkauf ausgeschrieben, Vater. So meine ich das doch gar nicht. Was tut er denn? Colin arbeitet in einer Werbeagentur. Er betreut die gesamte Werbung für Jamesons Babypuder. Ist das was Gutes? Was sehr Gutes. Sie haben einen riesigen Etat, weil sie Johnsons Babypuder als Marktführer bringen. Davis schaute wieder in die Speisekarte. Er musste sie schon fast auswendig kennen. Wann ist denn die Hochzeit? Am Samstag, den 21. Im Standesamt. Wir laden kaum jemanden ein. Außer Mutter natürlich und ein paar Freunde. Colin hat keine Eltern mehr. Wer zum Teufel war Colin? Aber natürlich, das war der Mann bei Jamesons. Du bist auch herzlich eingeladen. Aber ich habe immer das Gefühl, du hast Angst, Mutter zu begegnen. Was Davis auch gehofft haben mochte, er hatte die Hoffnung aufgegeben. Als er seine Whiskys bezahlte, sah er herüber. Sie schauten sich an. Wir dachten, anschließend gehen wir in irgendein Hotel zu Drinks und Sandwiches. Oder in Mutters Wohnung. Plötzlich packte ihn eine große Wut über Percival. Der Mensch hatte bis jetzt nicht einen Beweis gegen Davis. Also, wenn du kommen magst? Wir sollten feiern. Wie wär's mit einer Flasche Champagner? Ja. Na, wie geht's unserem kleinen Bastard? Oh, danke. Alles überstanden. Neulich hat er nach Ihnen gefragt. Von unserem Picknick im Sommer ist er noch heute begeistert. Keiner kann sich so gut verstecken wie Sie. Er hält Sie für einen Spion. Ob er mir seinen Vater heute Abend mal ausleiht? Warum? Dr. Percival kam gestern noch vorbei, als Sie schon weg waren. Die schicken mich tatsächlich ins Ausland. Nur noch ein paar Spezialuntersuchungen. Der gefiel mir ganz gut. Wir haben einiges gemeinsam. Unser Faible für Sport. Keine feste Frau. Ja, da dachten wir, stürzen wir uns doch mal alle zusammen ins Nachtleben. Zu dritt. Hätten Sie Lust dazu? Lust auf das Davis'sche Nachtleben bestimmt nicht. Aber was war das plötzlich für eine Kumpanei mit Percival? Vielleicht sollte man das im Auge behalten. In Raymonds Revue-Bar wurden sie an einen Tisch gequetscht, auf dem knapp drei Whiskygläser Platz hatten. Auf der Bühne führte ein hübsches junges Mädchen merkwürdige Posen in einer Hängematte auf. Die hat ja vielleicht ein Fundament. Mann, Mann, Mann. Die nackten Hinterbacken waren so von den Schnüren der Hängematte umspannt, dass Castle sich an ein Masthuhn in der Netztasche einer Hausfrau so hoch erinnert fühlte. Ein Herr vom Nebentisch schwenkte enthusiastisch seine Diners Club-Karte über dem Kopf. Vermutlich, um seine Liquidität zu demonstrieren. Was angeln Sie eigentlich? Hauptsächlich Forellen oder Eschen. Welche schmecken Ihnen besser? Darum geht es nicht. Es geht um das Fischen selbst, wenn ich Ihnen das mal erklären darf. Forelle und Esche verlangen ganz verschiedene Techniken. Die Esche ist nicht so intelligent, aber das heißt noch lange nicht, dass sie leichter zu fangen ist. Sie ist eine Kämpfernatur. Sie kämpft bis zum bitteren Ende. Und die Forelle? Die Forelle ist die Königin der Fische. Sehr sensibel. Das geringste Geräusch, ein falscher Tritt oder ein knackender Ast, weggesehen. Und die Fliege muss ganz präzise gesetzt werden. Gleich beim ersten Mal. Jetzt aber Ruhe. Da kommt sie. Jawohl. Das ist sie. Rita Holz. Yeah, 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 yeah. Damit tun Sie Ihrem Blutdruck aber keinen Gefallen. Was? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Ihr Blutdruck ein bisschen arg hoch ist. Heute Nacht lassen Sie mich damit in Ruhe. Mir geht's gut. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt.
Man sah Davies die Anstrengung an, mit der er versuchte, sich zu konzentrieren. Auf diese Backen, die mit der Präzision einer Schweizer Uhr plottierten. Das ist ja das Gefährliche, dass man sich auch noch wohlfühlt. Warum wollen Sie mich eigentlich unbedingt erschrecken? Allmählich verstehe ich Ihre Forellen. Sie sind mehr der Eschentyp. Sie meinen, ein armseliger Fisch, was? Oh, unterschätzen Sie die Esche nicht. Sie hat ein sehr empfindliches Nervensystem. Und sie ist eine Kämpferin. Dann bin ich wahrscheinlich ein Dorsch. Ach, bleiben Sie bloß weg mit Dorschen. Mit Dorschen habe ich nichts zu tun. Lichter flammten auf. Die Show, um die sich Davies sichtlich betrogen fühlte, war zu Ende. Tut mir leid, dass er mitgekommen ist. Ohne ihn wäre es ein netter Abend geworden. Ich dachte, Sie mögen ihn. Blöden Angelgeschichten. Ganze Geschwätz vor meinem Blutdruck. In Davies Junggesellenwohnung türmte sich das schmutzige Geschirr. Und eine Whiskyflasche mit genügend Inhalt für zwei Gläser war auch nicht aufzutreiben. Was halten Sie nun eigentlich wirklich von Dr. Percival? Freundlich war er ja sehr. Aber ich frage mich... Was? Warum hat er sich die Mühe gemacht, sich mit uns eine halbe Nacht um die Ohren zu schlagen? Na, bevor Sie kamen, ist halt einiges los geworden. Was denn? Ja, zum Beispiel hat er mir von unserer hübschen kleinen Bakterienzucht auf dem Lande erzählt, von Porten. Was hat er Ihnen denn da erzählt? Dass wir offenbar bei bestimmten Züchtungen den Amerikanern weit voraus sind. Jedenfalls wird sich Porten nach dem Wunsch der Amerikaner verstärkt auf ein tödliches kleines Biest konzentrieren, das sich in einer bestimmten Meereshöhe gut einsetzen lässt. Gleichzeitig aber auch Wüstenklima überstehen kann. Sämtliche Einzelheiten, Temperaturen und so weiter lassen an China denken. Oder vielleicht auch an Afrika. Was war das denn für eine Geschichte? Und warum hat er mir nichts davon gesagt? Ach Gott, natürlich hätte er Ihnen das auch erzählt, aber Sie sind ja zu spät gekommen. Ja, weil Daintree mich im letzten Moment aufgehalten hat. Mit ziemlich fadenscheinigen Gründen. Was macht Ihnen eigentlich Bauchschmerzen? Um die Zeit, das ist ja asozial. Kann denn das sein? Rita Rolls. Ja, Davies. Der? Ja, Moment mal. Ihre Frau. Es war fast 2:30 in der Früh. Sofort war die Angst wieder da. Sarah, was ist los? Ist was passiert? Verzeih mir, Morris. Ich fürchte mich. Das Telefon hat seit Mitternacht schon zweimal geläutet, aber es hat sich niemand gemeldet. Ach, falsch verbunden. Das gibt's immer mal. Jemand weiß, dass du nicht zu Hause bist. Aber es kann in der Kings Road schon passieren. Keine 200 Meter von der Polizeistation. Du, ich käme ja gern nach Hause, aber weißt du... Nein, nein. Nein, jetzt, wo ich deine Stimme höre, ist es schon nicht mehr so schlimm. Mit Sam alles in Ordnung? Dem geht's prima. Ich bin ein Idiot, nicht? Entschuldige mich bitte bei Davies und lasst euch den Whisky schmecken. Gute Nacht, Liebste. Gute Nacht, Morris. Nichts Ernstes? Sarah nicht, nein. Ich glaube, Ihre Leitung ist angezapft. Och, woher wollen Sie das denn wissen? Ich hab's im Gefühl. Ach, heute merkt doch kein Mensch mehr, ob sein Telefon angezapft ist. Wir leben doch nicht in der Steinzeit. Es sei denn, Sie wollen, dass man's merkt. Legen Sie bitte meine Platte auf. Jetzt noch? Na schön. Am besten was Klassisches, was? Machen Sie es mal lauter. Lauter? Lauter. Klingt ja scheußlich. Beatles sind doch nicht die Rolling Stones. Ich habe aber dann mehr das Gefühl, dass wir unter uns sind. Glauben Sie, die haben auch Wanzen eingebaut? Das würde mich nicht wundern. Sie hat es aber mächtig erwischt. Davies, was Percival Ihnen da erzählt hat, das war's faul. Ich glaube, Sie suchen eine undichte Stelle. Das sollen Sie doch. Von mir aus? Es ist ja schließlich Ihr Job. Ach so. Sie glauben, die halten mich für die undichte Stelle.
und warten nur darauf, dass die Portengeschichte irgendwo wieder auftaucht. Sie oder mich, haben Sie im Verdacht. Oder sogar uns beide. Aber Mensch, Castle, da wir es doch nun mal nicht sind, was sollen wir uns darüber aufregen? Kommen Sie, es ist längst Zeit fürs Bett. Wenn eine Wanze unter meinem Kissen liegt, dann hören Sie doch höchstens mein Schnarchen. Wenn es Ihnen Spaß macht, bitte. Wir sind nicht aus dem Stoff, aus dem man Doppelagenten macht. Gute Nacht. Maurice Castle legte sich nicht gleich schlafen. Er machte das Licht aus, stellte sich ans Fenster und starrte auf die frühmorgendliche Straße hinab. Niemand ging vorbei. Nicht einmal ein Polizist. Ein einziges Taxi stand auf einem Standplatz ein Stückchen weiter in Richtung Claridge's. Hatte es so nahe bei Davies Wohnung schon immer einen Taxistand gegeben? Er hatte doch vor Monaten einmal sehr weit gehen müssen, um ein Taxi zu finden. Benutzten sie Davies, um ihn zu beobachten? Oder benutzten sie Davies, um ihm einen markierten Fünfer zuzuspielen, wie man das nannte? Percivals Porton-Geschichte kam ihm wenig seriös vor. Aber sie konnte natürlich auch wahr sein. Hatten Sie ein schönes Wochenende? Naja, sehr ruhig. Wo ist Cynthia eigentlich? Sie hat heute ihren freien Tag. Ich wollte Sie gerade fragen, macht es Ihnen was aus, wenn ich mich um 11 verdrücke? Ich verspreche Ihnen, um 1 bin ich zurück. Falls mich jemand sucht, dann können Sie ja sagen, ich bin beim Zahnarzt. Cynthia möchte sich heute mit mir treffen. Im Zoo. Bei den Riesenpandas. Sie sind ja richtig verliebt. Ach, ich habe die Geschichten für eine Nacht einfach satt. Da kommt man um 4 Uhr früh total besoffen nach Hause, legt man ganzen Vormittag mit seinem Kater im Bett und denkt, naja, es war ja ganz schön, das Mädchen war ganz schön. Schade, dass man selbst nicht besser war, hätte man bloß nicht so viel getrunken. Nach einer Weile denkt man dann, wie es mit Cynthia in Lorenzo Marques gewesen wäre. Ja, ja, so ist das. Nehmen Sie wieder einen Bericht mit? Denken Sie an Daintree. Der hat Sie schon mal erwischt. Ach was, das ist doch bloß der übliche Unsinn. Ausschließlich zu Ihrer persönlichen Information. Vernichten Sie das Material, sobald Sie es gelesen haben. Alles Quatsch. Wünschen Sie mir bitte Glück, Castle. Natürlich. Von ganzem Herzen. Er war selbst überrascht, wie ernst er die abgedroschene Phrase gemeint hatte. Ja, er wünschte Davies von ganzem Herzen Glück. Castle? Watson, ich muss mit Davies sprechen. Der ist gerade weggegangen. Wohin denn? Zum Zahnarzt. Dann rufen Sie da an, er muss zu einer Konferenz. Ich kenne seinen Zahnarzt gar nicht. Aber dann hätte er doch eine Notiz hinterlassen müssen. Sie persönlich wünscht seine Anwesenheit. Er will einen Bericht mit ihm durchdiskutieren. Hat er den denn gar nicht bekommen? Doch, ich glaube ja. Aber er schien ihn für eine der üblichen Nebensachen zu halten. Was? Das war top secret. Wo hat er den denn hingetan? Ich glaube, er hat ihn in den Safe eingeschlossen. Dann müssen Sie eben selbst zu der Konferenz kommen. Aber es wäre seine Sache gewesen. Zimmer 121, Punkt 12. Sir John Hargreaves war von Dr. Percival in dessen Club, den Reform, zum Mittagessen eingeladen worden. Einmal im Monat, an einem Samstag, aßen sie zusammen. Entweder im Reform oder im Travelers. Wenn ich ein Gewissen hätte, dann würde ich aus dem Reform austreten. Und was macht Ihnen daran Gewissensbisse? Am Essen gar nichts. Aber als Mitglied muss man hier eine Erklärung unterzeichnen, dass man den Reformbeschluss von 1866 unterstützt, der damals diesem verheerenden Grundsatz vom Wahlrecht für alle Tür und Tor geöffnet hat. Ja, sogar die Russen machen diesen Blödsinn jetzt schon mit. Obwohl die wenigstens schlau genug sind, dafür zu sorgen, dass die Dinge, über die abgestimmt wird, vollkommen bedeutungslos sind. Was sind Sie doch für ein Reaktionär, Emmanuel?
Nach dem Café gingen sie wie immer über die großartige Gladstone'sche Treppe in die Kälte Pall Malls hinaus. Ich habe mich mit Daintry sehr lange unterhalten, John. Und ich bin überzeugt, dass Davis der Mann ist, den wir suchen. Ist Daintry auch davon überzeugt? Nein. Aber das ist ganz unwesentlich. Erinnern Sie sich, als er neulich zu der Konferenz von MI5 nicht kommen konnte, weil er angeblich beim Zahnarzt war? Ja. Er war nicht beim Zahnarzt. Und zwei Wochen später, da hatten wir den Beweis, dass wieder etwas durchgesickert war. Wissen wir denn, wo er war? Ja. Daintry hat ihn bereits durch die Staatspolizei observieren lassen. Er ging in den Zoo, aber durch den Eingang für Mitglieder. Ach. Der Mann, der ihn beschatten sollte, der musste zurück und sich beim Haupteingang anstellen. Dadurch verlor er ihn für einige Zeit aus den Augen. Eine echte Feinheit. Und wissen wir, mit wem er sich traf? Er ist nicht dumm. Er muss gewusst haben, dass er beschattet wird. Jedenfalls hat er Kase schon vorher anvertraut, dass er gar nicht zum Zahnarzt gehen, sondern sich mit seiner Sekretärin bei den Panthers treffen wolle. Aber der Bericht, über den Sie mit ihm reden wollten, der war nicht im Safe. Daintry hat das überprüft. Und hat er seine Sekretärin im Zoo getroffen? Ich sage ja, dumm ist er nicht. Er hat mit ihr den Zoo verlassen. Aber was war zwischendurch? Ein bisschen merkwürdig ist das schon. Haben Sie einen Trick mit dem markierten Fünfer versucht? Ich habe ihm streng vertraulich eine fingierte Geschichte über die Forschungsarbeiten in Porten erzählt. Aber sie ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Ja, trotzdem. Mir sind die Anhaltspunkte einfach noch zu dünn. Und wenn er versucht, sich abzusetzen? Ja, das wäre etwas anderes. Dann müssten wir natürlich sofort handeln. Haben Sie sich eigentlich schon für eine Methode entschieden? Ich habe eine hübsche kleine Idee. Erdnüsse. Erdnüsse? Ja, diese gesalzenen kleinen Dinger, die man zum Cocktail isst. Natürlich weiß ich, was Erdnüsse sind. Wenn Erdnüsse schlecht werden, setzen sie Schimmel an. Verursacht vom Aspergillus flavus. Und dieser Schimmel erzeugt eine Gruppe höchst giftiger Substanzen, sogenannte Aflatoxine. Die sind die Lösung unseres kleinen Problems. Wieso? Wie ist die Wirkung? Über die Wirkung auf den menschlichen Organismus wissen wir noch nichts Definitives. Aber da kein Tier dagegen immun ist, kann es der Mensch auch nicht sein. Aflatoxin zerstört die Zellen der Leber. Die Symptome bei Tieren sind Appetitlosigkeit und Lethargie. Bei Vögeln werden die Flügel kraftlos. Eine pathologische Untersuchung ergibt Blutungen und Nekrose der Leber sowie Kongestion der Nieren. Der Tod tritt gewöhnlich innerhalb einer Woche ein. Ihre Idee scheint Ihnen Spaß zu machen. Ja, Sie müssen doch zugeben, dass wir hier eine sehr sympathische, eine sehr saubere Lösung gefunden haben. Und ganz nebenbei, da erfahren wir noch Näheres über die Wirkung von Aflatoxin auf den menschlichen Körper. Finden Sie sich manchmal nicht selbst ein wenig abstoßend, Emanuel? Aber schon, da ist doch nichts Abstoßendes. Denken Sie an all die Todesarten, die Davis sonst blühen könnten. In einer einzigen Woche zu sterben, das ist doch der reine Glücksfall. Der Spätsommer war für einen Tag zurückgekehrt. Sarah und Sam hatten plötzlich Lust auf ein Picknick bekommen. Eine verrückte Idee für Oktober, aber Maurice Castle war einverstanden. Täuschte er sich? Oder sah Sam heute dunkler aus als seine Mutter? Sarah packte mit der üblichen Sorglosigkeit die Sachen für den Ausflug zusammen. Ihr Selbstvertrauen hat ihn immer gewundert. In den schwarzen Ghettos Johannesburgs war es genauso wenig beschädigt worden, wie später auf der Flucht vor den weißen Rassisten. Musste er es bedauern, dass ihm diese innere Sicherheit fehlte? Oder konnte Sicherheit für ihn nur trügerisch sein und damit doppelt gefährlich? Gerade jetzt, wo in der Sektion 6a des britischen Geheimdienstes nach einer undichten Stelle gefahndet wurde. Und wo der Besuch von Cornelius Müller aus Südafrika bevorstand. Jenem Müller, den er noch immer hasste, weil er für vieles verantwortlich war, wovor er sich jetzt fürchten musste.
Das sind bestimmt wieder diese Kerle, die sich nie melden. Verderben sie uns auch noch das Picknick. Aber es war keiner der anonymen Anrufer, die Sarah in letzter Zeit beunruhigten und über die er sie nicht aufklären durfte. Es war Davis, sein Kollege aus 6a. Davis ist mit seinem Wagen in Boxmoor. Weil der Tag so schön ist, hat er gedacht, er besucht mich. Ist das Mr. Davis? Mr. Davis soll mitkommen, dann können wir wieder Verstecken spielen. Zu einem Picknick hat er bestimmt keine Lust. Außer er ist genauso verrückt wie wir. Davis war genauso verrückt. Ein halbes Braten war ein bisschen knapp für vier Leute. Dafür waren umso mehr Korinthenbrötchen da. So, jetzt wird aber höchste Zeit, dass wir endlich Versteck spielen. Ja, Mr. Davis. Sie losten und Davis durfte sich als erster verstecken. Psst. Hey, psst, hier. Hier bin ich. Verdammt kalt hier im Schatten. Selbst schuld. Sie haben das Spiel ja vorgeschlagen. Ich weiß, aber ich habe doch gesehen, wie sehr der kleine Bastard darauf gewartet hat. Außerdem wollte ich mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Castle, ich glaube wirklich, ich werde beschattet. Ach, ich hatte damals ja schon das Gefühl, dass Ihr Telefon angezapft wird. Ja, damals habe ich Sie noch ausgelacht. Aber letzten Donnerstag habe ich Cynthia abgeholt. Wir wollten zu Scotts. Im Lift fuhr ein Mann mit uns runter. Derselbe Mann saß dann auch bei Scotts und trank Black Velvet. Und auf dem Weg hierher fuhr bei Marble Arch ein schwarzer Mercedes hinter mir her. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Bekannter. Sonst hätte ich gar nicht auf den Wagen geachtet. Aber der war es nicht. Was soll das denn heißen? Sie machen dieses verdammte Theater doch schon 30 Jahre mit. Was soll das denn? Ich habe Ihnen ja gesagt, ich vermute, dass Sie auf irgendeine undichte Stelle gestoßen sind. Und die suchen Sie jetzt bei uns. Was, ich ein Doppelagent? Glauben Sie doch selber nicht. Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich kontrollieren Sie mich genauso. Und Watson auch. Wir geben auf! Wir geben auf! Oh nein, wir geben nicht auf! Nicht rauskommen, Mr. Davis! Bitte, Mr. Davis! Überwinden Sie die anfängliche Verlegenheit, hatte sie gesagt. Und bewahren Sie um Gottes Willen Ihre Nerven. Und nun kämpfte er mit Hilfe des dritten Whiskys darum, die Nerven zu bewahren. Während er darauf wartete, dass die Türglocke läutete und Cornelius Müller kam. Zwanghaft sah er immer wieder die Bilder jenes Tages, an dem er voller Angst im Vorzimmer Müllers gewartet hatte. Voller Angst und voller Ungewissheit. Und auf das Schlimmste gefasst. Zwei Männer erwarteten ihn drin. Müller saß hinter einem Schreibtisch aus erlesenstem afrikanischem Holz und klopfte mit einem goldenen Kugelschreiber auf die Tischplatte. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ein Bürogesicht. Glatt und fahl. Ein Gesicht, bereit, Befehle zu empfangen und sie augenblicklich und ohne Widerrede auszuführen. Ich freue mich, dass es Ihnen möglich war, uns aufzusuchen, Mr. Castle. Ja, Sie waren sehr unklug. Fast dumm, Mr. Castle. Aber andererseits sollte man Dummheit nicht wie ein Verbrechen bestrafen. Captain Van Donk allerdings steht mehr auf dem legalistischen Standpunkt. Er würde Sie einsperren. Er findet, dass die diplomatischen Vorrechte sowieso über Gebühr beansprucht werden. Verzweifelt versuchte er herauszuhören, was Sie eigentlich in der Hand hatten. Welche seiner Agenten waren bedroht? Sie sind wie die meisten Engländer, die zu uns kommen. Sie empfinden automatisch eine gewisse Sympathie für die Schwarzafrikaner. Wir können ja ihre Gefühle verstehen. Wenn diese Gefühle aber dazu führen, die Gesetze zu brechen... Wenn Sie eine schwarze Hure ficken wollen, warum gehen Sie doch nicht ins Bordell nach Lesotho oder nach Swaziland? Da können Sie doch machen, was Sie wollen. Da sitzt Sie in Ihrem verdammten Commonwealth. In diesem Moment begriff Castle, dass nicht er und seine Agenten bedroht waren, sondern Sarah. Wo waren Sie in der Nacht vom 4. auf den 5. und vom 7. auf den 8. Februar? Und wo am Nachmittag des 21. Februar? Wo haben Sie sie versteckt, Mann? Das genügt, Captain. Ich kümmere mich schon um Mr. Castle. Ich möchte Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Vielen Dank für die große Hilfe, die Sie uns erwiesen haben. Nehmen Sie es, Captain Van Donk, nicht übel.
Männer seiner Art sehen über ihre eigene Nasenspitze nicht hinaus. Es gibt andere, viel vernünftigere Wege als einen Prozess vor dem Polizeigericht, der sie ruiniert und uns nichts einbringt. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Captain Van Donk war ein roher und einfältiger Mensch, der an etwas glaubte, wenn auch an einen Irrsinn. Aber ihm konnte man verzeihen. Wen man aber nicht verzeihen konnte, das war dieser glatte Beamte von BOSS, der mit seinem goldenen Kugelschreiber auf den Schreibtisch klopfte. Wie oft hatte sein kommunistischer Freund Carson zu ihm gesagt, »Unsere schlimmsten Feinde sind nicht die Ahnungslosen und die Narren, egal wie unmenschlich sie sind. Unsere schlimmsten Feinde sind die Intelligenzler und die Korruptionisten.« Das Klingeln kam aus der Gegenwart und holte ihn mit einem Schlag wieder zurück. Hastig trank er noch einen Schluck Whisky und ging dann hinunter, um zu öffnen. Er wollte Müller zuerst allein begrüßen. Braver Hund, ja doch, brav. Platz, Bullock. Guten Abend, Mr. Castle. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Guten Abend, Mr. Müller. Er sah menschlicher aus. Fast hätte man ihn für schüchtern halten können. Ohne seinen Schreibtisch aus Edelholz. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ein Whisky? Ja, gern. Es ist sehr liebenswürdig, dass Sie mich eingeladen haben. Wir werden offenbar sehr eng miteinander zu tun bekommen. Onkel Remus zuliebe. Auf unsere letzte Begegnung. Damals haben Sie mir vorgeschlagen, für Sie zu arbeiten. Heute ist es soweit. Wir arbeiten zusammen. Damals hatte ich keine Ahnung von Ihrer wirklichen Position. Ich hoffe, Sie tragen mir nichts nach. Ich wüsste zu gern von Ihnen, jetzt spielt es ja keine Rolle mehr, wie Sie diese Bantu-Frau damals über die Grenze geschafft haben. Nach Swaziland? Ja. Und ich dachte, die Grenze hätten wir einigermaßen dicht gemacht. Außer für Guerillas natürlich. Ihnen habe ich so etwas jedenfalls nicht zugetraut. Sie haben mich ganz schön reingelegt. Naja. Jetzt ist sie auch nicht mehr taufrisch. Bantu-Weiber altern sehr rasch. Bevor sie 30 sind, sind sie schon fertig. Ich muss Ihnen sagen, ich freue mich richtig, dass wir zusammenarbeiten, Castle. Und dass Sie nicht einer von diesen idealistischen Spinnern sind. Ich habe selbst verrückte Wochenenden in Lesotho verbracht. Doch. Mit schwarzen Weibern, das ist schon ganz was anderes. Die Schüchternheit war gründlich verflogen. Sie sind verheiratet? Ja. Umso mehr fühle ich mich geehrt. Ich habe ein paar Geschenke aus Südafrika mitgebracht. Vielleicht ist etwas dabei, das Ihrer Frau gefällt. Das fragen Sie sie am besten selbst. Darf ich Sie mit meiner Frau und meinem Sohn bekannt machen? Cornelius Müller wandte sich um. Aber die Überraschung fiel ins Wasser. Castle hat ihn unterschätzt. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen, Mrs. Castle. Vor 7 Jahren wäre es im Einhaar dazugekommen. Ja, 7 Jahre vergeudet. Sie haben eine wunderschöne Frau, Castle. Danke. Sam, gib Mr. Müller die Hand. Das ist mein Sohn, Mr. Müller. Er wusste, Müller verstand sich auf Farbschattierungen. Und Sam war deutlich zu schwarz, um sein Sohn sein zu können. Sam, wie geht's? Kannst du Verstecken spielen? Na, früher habe ich es jedenfalls mal gekonnt. Bist du auch ein Spion wie Mr. Davis? Du gehst jetzt am besten zu Bett sein. Hm? Hast du auch einen giftigen Füllhalter? Komm, jetzt geh mal rauf, ne? Ja. Ein Captain Van Donk wäre ihm lieber gewesen. Der hätte beim Anblick Sarahs kehrt gemacht und wäre gegangen. Vorurteilen und Idealen ist manches gemeinsam.
Cornelius Müller hatte keine Vorurteile und keine Ideale. Ganz im Ernst. Ich hätte gern Einzelheiten über den Fluchtweg Ihrer Frau. Ohne Namen natürlich. Ich weiß, dass Sie einige Freunde bei den Kommunisten hatten. Die werden Sie für einen Mitläufer aus Sentimentalität gehalten haben, genau wie wir. Karsen zum Beispiel wird auch darauf reingefallen sein. Der arme Karsen. Warum der arme Karsen? Er ist zu weit gegangen. Er hatte Kontakt mit den Guerillas. Er war auf seine Art ein guter Kerl. Ist er das nicht immer noch? Oh nein. Er starb vor einem Jahr im Gefängnis. Er zwang sich mit äußerster Anstrengung, ruhig und ohne zu zittern, nach der Whiskyflasche zu greifen. Das wusste ich nicht. Woran ist er gestorben? An Lungenentzündung. Naja, das hat ihm ein langes Verfahren erspart. Ich mochte Carsten. Ja, in Jammer. Mein Gott, wir haben uns völlig festgeredet. Mein Fahrer wartet schon mindestens seit einer Stunde. Ich muss jetzt gehen. Um 1 Uhr nachts unterbrach Sarah ein langes Schweigen. Du bist immer noch wach. Verstell dich nicht. War es wirklich so schlimm? Ich muss dir etwas sagen. Carsten ist tot. Haben Sie ihn umgebracht? Müller sagt, er wäre an Lungenentzündung gestorben. Oh mein Gott. Ich konnte mich nie richtig bei ihm bedanken. Außer durch 7 Jahre Schweigen. Und ich weiß nicht. Ich mochte Carsten. Ich auch. Er war gar kein richtiger Kommunist. Wieso? Er war Parteimitglied. Das weiß ich. Aber es gibt solche und solche. Trotzdem. Er war ein echter Kommunist. Er hat Stalin überlebt, so wie die römisch-katholischen die Borjas überlebt haben. Und seither habe ich eine bessere Meinung von der Partei. Aber er hat dich nie ganz rübergezogen. Oder doch? Oh, es gab immer irgendwelche Dinge, die ich nicht schlucken konnte. Er sagte dann, du fischst die Mücke heraus und das Kamel schluckst du hinunter. Vielleicht bin ich der geborene Halbgläubige. Hätte es Carsten nicht gegeben, wäre Sam in einem Gefängnis geboren und du wärst in einem Gefängnis gestorben. Ich habe kein Vertrauen in Marx oder Lenin, so wenig wie zum heiligen Paulus. Aber habe ich nicht das Recht, dankbar zu sein? Als der Zug in Watford hielt, war Castle der Einzige, der das Abteil verließ. Er ging in die Kaffeestube, die dritte auf der Liste, die er im Kopf hatte, und wartete dort. Den großen, hageren Mann im abgetragenen Mantel, der ihm folgte, kannte er nicht. Verzeihung, sind Sie William Hatchett? Nein, ich heiße Castle. Dann verzeihen Sie bitte. Castle trank 2 Tassen Kaffee und las die Times. Dann sah er, wie der Mann etwa 50 Meter weiter auf der Straße seine Schnürsenkel band, und empfand plötzlich ein ähnliches Gefühl der Sicherheit wie damals, als er auf der Bahre durch die Krankenhausflure zu einer schweren Operation gefahren wurde. Was auch geschah, alles würde ein anderer in die Hand nehmen.
Jemand mit den besten beruflichen Voraussetzungen. Er hatte keine Verantwortung mehr. Die Straße hieß Ulmenblick und das Haus, zu dem er geführt wurde, war genauso anonym wie sein eigenes. Sein Führer hatte die Straße überquert und kam auf der anderen Seite zurück. Als er dem Haus gegenüberstand, zog er ein Taschentuch aus dem Ärmel und wischte sich die Nase. Offensichtlich das Zeichen für keine Gefahr. Boris, schön, dass du da bist. Dass ich dich noch mal wiedersehe. Nach deinem letzten Bericht über Müller und Onkel Remus haben sie mich wieder zurückgeschickt. Ich bin gern hier. Lieber als in Frankreich. Du hast am Telefon ein dringendes Signal gegeben. Sind neue Nachrichten über Porten da? Nein. Ich traue der Porten-Geschichte nicht. Ich glaube, sie sind auf der Suche nach einer undichten Stelle. Und die Porten-Geschichte ist eine markierte Banknote, die sie Davis oder mir zustecken wollten. Hast du einen Beweis dafür? Nein, mein Gefühl sagt mir das. Außerdem wird Davis' Telefon abgehört und meins wahrscheinlich auch. Ihr müsst unbedingt mit den Telefonsignalen aufhören. Hoffentlich habt ihr meinen Bericht über Müller und Onkel Remus über andere Kanäle geleitet. Keine Angst, das haben wir. Onkel Remus ist jedenfalls keine markierte Banknote. Wir haben die Bestätigung von unseren Leuten in Washington. Onkel Remus ist sehr ernst. Wir möchten, dass du dich ganz darauf konzentrierst. Auf lange Sicht... Für mich gibt's keine lange Sicht, Boris. Ich möchte mich zurückziehen. Die nächsten 2 Jahre können aber sehr wichtig werden. Für mich auch. Ich möchte mich endlich um Sarah und Sam kümmern. Ich möchte in Frieden alt werden. Es wäre auch für euch besser, mich aufzugeben, Boris. Warum? Weil Müller bei mir war. Weil er an unserem Tisch gesessen hat und unser Essen gegessen hat. Weil er höflich zu Sarah war. Herablassend. Als gäbe es keine Rassenschranken. Wie mir dieser Kerl zuwider ist und wie ich all diese verdammten Brüder von BOSS hasse, die Carson getötet haben, es Lungenentzündung nennen. Und jetzt auch noch Onkel Remus, verstehst du? Unsere Regierung tut sich mit den USA zusammen, um diesen Apartheid-Schweinen zu helfen. Tja, warum hältst du dich dann für gefährlich? Weil ich 7 Jahre lang die Ruhe bewahrt habe und sie jetzt verliere. Wegen Cornelius Müller. Hass führt zu Fehlern. Wir bitten dich nur noch ein bisschen durchzuhalten. Komm zu mir, so oft du niedergeschlagen bist und das Bedürfnis hast, mit jemandem zu reden. Ein Aufsichtsorgan wie Boris, dessen richtigen Namen er nicht einmal kannte, spielte wohl ungefähr die Rolle des Priesters in der katholischen Kirche. Verzeih mir, ich habe mich wie ein Narr aufgeführt. Gib mir einen Schluck Whisky, Boris. Wie geht's denn zu Hause? Sarah ist wegen eurer Telefonanrufe beunruhigt. Sie glaubt, es sind Einbrecher. Und Sam hat Albträume, weil er bald in eine weiße Schule muss. Und ich mache mir Sorgen, was mit ihnen geschieht, wenn mir etwas zustößt. Denn irgendetwas stößt einem am Ende ja immer zu. Überlass das alles uns. Wir haben deinen Fluchtweg sehr sorgfältig geplant. Und was ist mit Sarah und Sam? Ja, die kommen nach. Du kannst dich auf uns verlassen, Morris. Draußen ist alles in Ordnung. Du solltest jetzt besser gehen. Und lass die Spannung nicht wieder so anwachsen. Das ist diese Überprüfung. Nicht einmal Davis hält das aus. Und der ist unschuldig. Von jetzt an benutzen wir den 3. Briefkasten. Und wenn du Schwierigkeiten hast, gib mir sofort ein Zeichen. Ich habe noch einen Wunsch. Ja? Ach, was ich wünsche mir was Unmögliches. Ich wünschte mir, dass all diese Lügen nicht nötig wären. Ich wünschte mir, wir wären auf derselben Seite. Ja, aber das sind wir doch. Ja, vorübergehend. Ich kämpfe an eurer Seite in Afrika. Aber nicht in Europa. Ich werde nie ein Kommunist sein.
Sir John Hargraves, der C aller britischen Geheimdienste, hatte Dr. Percival zum Mittagessen in seinen Club, den Travellers, eingeladen. Einmal im Monat, an einem Samstag, aßen sie zusammen. Entweder im Travellers oder im Reform. Wie fanden Sie die geräucherte Forelle heute? Etwas trocken, gemessen am Standard im Reform. Also Ihnen kann man wirklich keine Freude machen, Emmanuel. Sie sind ein unmöglicher Mensch da. Nehmen Sie eine Zigarre. Danke. Bekommen Sie in Washington auch Ihre Havannas? Oder herrscht da immer noch rigide der Kuba-Boykott? Ich bezweifle, dass sich die Entspannung schon auf Zigarren erstreckt. Vorerst haben Laserstrahlen noch Vorrang. Was das alles für Scherze sind. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder in Afrika. Im alten Afrika? Ja, das stimmt. Im alten Afrika. Das ist für immer vorbei. Ach, ich weiß nicht. Wenn wir erst den Rest der Welt zerstört haben, wenn die Vegetation die Straßen überwuchert, all die Luxushotels zum Einsturz gebracht hat, vielleicht kommen dann mit den Wäldern auch die alten Häuptlinge zurück. Und die Medizinmänner, die Regenköniginnen. Werden Sie das auch in Washington erzählen? Nein, da muss ich von Onkel Remus erzählen, ohne die geringste Begeisterung. Sind Sie denn dagegen? Wir und Südafrika als Alliierte. Völlig ausgeschlossen. Aber der Plan wird weiterentwickelt, weil das Pentagon unbedingt Krieg spielen will. Dieser Mr. Müller ist übrigens nach Bonn gefahren. Hoffentlich ist die Bundesrepublik nicht auch noch dabei. Wie lange werden Sie wegbleiben? 10 Tage höchstens. Mag das Klima in Washington nicht. In jeder Hinsicht. Dr. Castros Zigarren sind in allen Belangen genauso gut wie die von Sergeant Batista. Tja, und was machen wir mit Davis? Dass sie auch gerade jetzt wegfahren müssen, wo wir den Fisch so schön an der Angel haben. Vielleicht ist es ja nur ein alter Stiefel. Ach, das glaube ich nicht. Man kriegt schnell raus, ob nur ein alter Stiefel an der Schnur zieht. Ich überlasse das beruhigt Ihren bewährten Händen, Emmanuel. Und natürlich auch Daintrees Händen. Was machen wir, wenn wir uns nicht einigen können? Dann entscheiden Sie. Sie sind mein Vertreter in dieser Sache. Aber, Emmanuel, übereilen Sie nichts. Als Castle an diesem Morgen in sein Büro kam, fand er eine Nachricht von Cynthia in seiner Ablage. Arthur fühlt sich nicht wohl. Aber Stanley möchte Sie sprechen. Wer um Himmels Willen war denn Arthur? Er war nicht gewohnt, an Davis anders als an Davis zu denken. Cynthia, was ist los mit Davis? Ich weiß es nicht. Er sagte etwas von Magenkrämpfen. Vielleicht ein Kater? Das hat Dr. Percival auch gesagt. Wir waren gestern zusammen aus und haben wohl zu viel Port und Whisky getrunken. Er will ihn heute Vormittag noch besuchen. Na gut. Ich gehe jetzt zu Daintree. Welches Zimmer? Zimmer 72. Zimmer 72 lag im selben Stockwerk. Er hatte nicht weit zu gehen. Fühlen Sie sich nicht manchmal verdammt einsam in diesem Verein? Ich vertrage mich mit Davis sehr gut. Und das macht viel aus. Davis, ja, richtig. Ich wollte mit Ihnen über Davis sprechen. Daintree ging zum Fenster. Er wirkte wie ein Gefangener in seiner Zelle. Was beunruhigte ihn so? Er deutete auf ein Foto auf seinem Schreibtisch. Meine Tochter. Hübsches Mädchen. Sie heiratet am Wochenende. Aber ich glaube nicht, dass ich dabei sein werde. Mögen Sie den Mann nicht? Ach, der dürfte in Ordnung sein. Ich kenne ihn nicht. Castle, ich wollte Sie eigentlich nur fragen. Sie sind doch mit Davis zufrieden. Was meinen Sie mit zufrieden? Wir arbeiten gut zusammen. Manchmal muss ich ziemlich alberne Fragen stellen. Davis spielt und wettet, nicht wahr? Ja, ein bisschen.
Er redet gern über Pferde. Ich bezweifle, dass er viel gewinnt oder verliert. Trinkt er? Ich glaube nicht, dass er mehr trinkt als ich. Dann haben Sie volles Vertrauen zu ihm. Volles Vertrauen. Liegt irgendeine Beschwerde vor? Vergessen Sie meine Fragen. Ich stelle sie über jeden. Hätten Sie... Sie kommen doch samstags auch immer rein. Wahrscheinlich können Sie nicht ein bisschen länger bleiben. Ich kenne bei der Hochzeit sonst keinen Menschen. Meine Tochter sagt, dass ich jemanden aus dem Büro mitbringen kann. Ja, natürlich, ich komme gern. Wenn Sie wirklich glauben... Ausnahmsweise strich er heute das Mittagessen. Er musste sich überzeugen, dass mit Davis alles in Ordnung war. Cynthia war nach einiger Überredung mitgekommen. Wir hätten doch keine Blumen mitbringen müssen, wie in ein Krankenhaus. Sie war schon ein reichlich herbes Mädchen. Ah, Sie sind's. Kommen Sie rein. Was fehlt Ihnen, Davis? Naja, die gute alte Leber will scheint's nicht mehr so richtig. Am Telefon haben Sie aber von Magenkrämpfen gesprochen. Die Leber liegt doch irgendwo neben dem Magen, oder? Ich mache jedenfalls erstmal Ihr Bett. Nein, das ist nicht nötig. Hier, nehmen Sie einen Drink. Bitte. Sie beide können ja trinken. Ich mache Ihr Bett. Sie hat einen eisernen Willen. Was mögen Sie, Castle? Ein Whisky? Ja, einen kleinen, ja. Danke. Was hat Dr. Percival denn heute Morgen gesagt? Danke. Hat wieder versucht, mir Angst einzujagen. Wenn ich mich nicht zusammenreiße, riskiere ich eine Zirrhose. Dabei trinke ich doch nicht mehr als andere Leute. Oh, pfui Teufel. Der Whisky schmeckt nicht mehr. Was ist bloß los mit mir? Ich simuliere wirklich nicht. Ich habe auch keinen Kater. Es ist nur was mit meinen Armen und mit meinen Beinen. Es ist wie Pudding, habe ich das Gefühl. Sie müssen sich eine Zeit lang schonen. Ja, ja, das sagen Sie so. Sie glücklicher, Sie haben Sarah. Vielleicht wird es Miss Cynthia ja noch. Immerhin macht sie schon ihr Bett. Mhm. Bemuttern, das würde sie mich. Aber was sie sucht, wissen Sie, das ist jemand, den sie bewundern kann. Sie sucht einen seriösen Menschen. Können Sie sich jemand vorstellen, der mich bewundert? Sam zum Beispiel. Nur bezweifle ich, dass Cynthia so furchtbar gern Verstecken spielt. Ihr Bett war in einer sagenhaften Unordnung. Ja, ja. Wann ist denn das letzte Mal gemacht worden? Ja, die Putzfrau kommt montags und freitags. Heute ist leider gerade Donnerstag. Also dann bis morgen. Ja. Jetzt bleiben Sie sitzen, ich hab's eilig. Ich muss noch eine Menge besorgen. Gehen Sie jetzt zurück ins Bett und ruhen Sie sich aus. Die kommen schon wieder auf die Beine. Castle. Ja? Sie glauben nicht, dass es daran scheitern könnte? Was könnte scheitern? Ich wäre gleich ein ganz anderer Mensch, wenn ich nach Lorenzo Marquez versetzt würde. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe mit allen darüber gesprochen. Ah, Sie sind sehr nett, Castle. Vielen Dank. Egal, wie es auch ausgeht. Jetzt aber marsch zurück ins Bett. Am Samstagvormittag hatte Castle Oberst Daintree wie versprochen aufs Standesamt begleitet. Anschließend waren sie dem Hochzeitstross in einem Taxi gefolgt und in einem kleinen Haus in Kensington gelandet. Von jedem Tisch, vom Piano, vom Kaminsims starrten Porzellaneulen auf die Gäste. Wachsam, beutegierig, mit grausam gekrümmten Schnäbeln. Jetzt dämmert mir was. Das ist die neue Wohnung meiner Frau. Oh.
Ihre Leidenschaft für Eulen scheint noch heftiger geworden zu sein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber mit Shampoos müssen Sie schon selbst bedienen. Ich heiße Dentry. Das ist die Hochzeit meiner Tochter. Ach, dann müssen Sie ja Sylvias Mann sein. Sylvia! Sylvia! Nichts wie weg hier. Sie sollten wenigstens Ihre Tochter beglückwünschen. Eine Frau drängte sich durch die Gäste. Kasler kannte in ihr die Dame, die auf dem Standesamt geweint hatte. Darling, Edward hat mir gesagt, dass du hier bist. Wie nett von dir. Wer ist Edward? Oh, er hat so viel geholfen. Er hat den Champagner und die anderen Sachen bestellt. Eine Frau braucht bei solchen Gelegenheiten einen Mann. Colin, Elizabeth, hier. Sie kamen Hand in Hand. Zu Dentrys Bild von seiner Tochter passte Händchenhalten gar nicht. Aber möglicherweise hielt sie es für Pflicht bei ihrer Hochzeit. Wie lieb von dir, Vater, dass du es doch noch geschafft hast. Guten Tag, Sir. Elizabeth hat mir viel von Ihnen erzählt. Umgekehrt kann ich das leider nicht behaupten. Sie sind also Colin Clutters. Nicht Clutters, Vater. Wie kommst du denn auf Clutters? Das haben wir auf dem Standesamt so gehört. Er heißt Clough. Ich meine, wir heißen Clough. Eine Welle von späten Gästen, die nicht auf dem Standesamt gewesen waren, hatte Castle in eine andere Ecke des Salons gespült. Ich kenne keine Menschen hier, außer Colin. Mein Name ist übrigens Joyner. Nein, keine Angst, meine Liebe. Nur ein Taylor. Mein Name ist Castle. Sie kennen Colin? Nein, ich bin mit Oberst Dentry gekommen. Wer ist das denn? Der Vater der Braut. Sie sollten mal mit Colin reden. Ein ganz heller Bursche. Hat einen sonderbaren Familiennamen, nicht wahr? Sonderbar? Na ja, Clutters. Er heißt Clough. Oh, dann muss ich mich verhört haben. Oh. Keine Angst, Sylvia, nur ein Aschenbecher. Die Eulen sind alle intakt. Heißen Sie Castle? Ja. Jemand verlangt Sie am Telefon. Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Ein Mädchen, sie ist ziemlich aufgeregt. Das Telefon steht im Schlafzimmer neben dem Bett. Gehen Sie raus auf den Flur, dann die erste Tür rechts. Sarah wusste zwar, dass er zu dieser Hochzeit gefahren war. Aber nicht einmal Dentry hatte doch geahnt, wo sie zuletzt landen würden. Castle? Hallo? Hallo? Die Leitung war tot. Er setzte sich auf den Rand des großen weißen Bettes und wartete. Die weiße Eule neben dem Telefon glotzte ihn feindselig an. Er hatte Angst. Angst um Sarah. Angst um Sam. Angst um sich selbst. Angst strömte wie ein Gas aus diesem stummen Telefon. Krass. Etwas Entsetzliches geschehen. Cynthia. Arthur ist tot. Oh. Dr. Percival hat eben angerufen. Davis? Aber er wollte doch nächste Woche wieder ins Büro kommen. Ja, ich weiß. Wenn ich doch nett zu ihm gewesen wäre. Das Einzige, was ich für ihn getan habe, war, dass ich ihm sein Bett gemacht habe. Ich komme sofort ins Büro. Die Hochzeitstorte war inzwischen angeschnitten worden und die Leute suchten sich Plätzchen, wo sie ihre Portionen in Sicherheit bringen konnten. Dentry hatte auch einen Teller in der Hand. Gottes Willen, Castle, lassen Sie uns bloß gehen. Ich hatte einen Anruf vom Büro. Davis ist tot. Davis? Ist tot. Dr. Percival. Percival, mein Gott, dieser Mensch! Edward, John hat die graue Eule zerbrochen. Ich kann nicht überall gleichzeitig. Und John, du verdammter alter Idiot, was hast du hier überhaupt zu suchen in meinem Haus? Ich kaufe dir eine andere Eule, Sylvia. Die ist unersetzlich. Unersetzlich, verstehst du? Ein Mann ist tot. Er ist auch unersetzlich. Davis lag in seinem zerknitterten Pyjama auf dem Bett ausgestreckt. Mit weit offener Jacke und entblößter Brust. Das hätte ich nicht erwartet. Dr. Percival war vom Bett zurückgetreten, so als stellte er ein Gemälde einigen unfreundlichen Kritikern vor und wartete mit bösen Ahnungen auf ihr Urteil. Dentry schwieg. Hier ist sein Adressbuch. Da müssen Sie nachher mal den Namen durchgeben. Was machen die eigentlich hier? Ich habe die Staatspolizei gebeten, sich ein wenig umzusehen. Ich weiß, das ist eigentlich Ihre Sache, Dentry. Ich habe versucht, Sie zu erreichen, aber Sie waren scheinbar auf einer Hochzeit. Ja, das stimmt. Wir müssen sicherstellen, dass der arme Kerl nicht irgendetwas Wichtiges hier rumliegen hat. Ich verlange, dass eine Obduktion vorgenommen wird. Natürlich, natürlich. Das natürlich vervielfachte sich für Castle wie ein Schwarm von Fliegen um die Leiche. Eine Chance? Hier ist noch was, was mir nicht ganz astrein vorkommt. Das sind Gedichte von Browning. Ich verstehe nicht, was daran nicht astrein sein soll. Wenn Sie genau hinsehen, Sir, sind aber bestimmte Stellen markiert. Ja.
Ja, das stimmt. Einige Stellen sind markiert. Könnte das von Bedeutung sein? Von Bedeutung? Wie sehr musste sich Percival wünschen, dass dieser Mann, der da tot auf dem Bett lag, ein Sicherheitsrisiko gewesen war? Und wenn man will, dachte Carson, war er das ja auch. Liebe und Hass, hatte er zu Boris gesagt, sind gefährlich. Beide. Seine Liebe zu Sarah hat ihn zu Carson geführt. Und Carson hat ihn zu Boris geführt. Der Liebende geht durch die Welt wie ein Anarchist. Er trägt eine Zeitbombe mit sich. Wie sind Sie es wert, dieses graue Augenpaar, dieses dunkle, vielgeliebte Haar, dass ihretwillen sich ein Mann verzehrt, die Hölle auf Erden schon erfährt? Haben Sie eine Ahnung, was dieses C heißt? Könnte es nicht Code bedeuten, um ihn daran zu erinnern, dass er die Passage bereits verwendet hat? Das C steht für den Namen eines Mädchens. Cynthia. Seine Sekretärin. Ein Mädchen, das er liebte. Ich verlange, dass eine Obduktion vorgenommen wird. Aber natürlich, wenn sein Arzt das verlangt. Carson überließ sie ihrem versteckten Duell. Es war Zeit, einen letzten Blick auf Davis zu werfen, bevor der Pathologe ihn in die Hände bekam. Er war froh, dass das Gesicht kein Anzeichen von Schmerz zeigte. Er zog die Pyjama-Jacke über der Brust zusammen. Ein Knopf fehlte. Knöpfe annähen gehörte nicht zu den Aufgaben einer Putzfrau. Sein letzter Bericht war geschrieben. Mit Davis Tod mussten die Informationen aus der Sektion 6a notwendigerweise aufhören. Er hatte Krieg und Frieden immer wieder wahllos aufgeschlagen, bis er die Sätze fand, auf denen sein letzter Code basieren sollte. Ihr sagt, ich bin nicht frei, aber ich habe meine Hand erhoben und ließ sie sinken. Ihm war, als hätte er beiden Geheimdiensten damit ein Zeichen trotzigen Widerstands übermittelt. Fast 50 Jahre war es her, dass er den tiefen Spalt in einem der alten Bäume des Ashridge Parks entdeckt hatte. Damals hatte er sich gewaltig strecken müssen, um den Spalt zu erreichen. Aber sein Herz hatte genauso aufgeregt geschlagen wie jetzt, da er seinen Bericht hineinschob. Mit 10 Jahren hatte er dort Zeichen seiner Liebe hinterlegt. Das Mädchen war 7. Erst ein großes Pfefferminzbonbon, später einen Zettel mit einer Liebeserklärung. In Blockbuchstaben. Den Baum hat er längst vergessen, als er fast 50 Jahre später aufgefordert wurde, noch einen dritten Briefkasten für den Notfall vorzuschlagen. Es war verboten, sich in der Nähe eines Briefkastens länger aufzuhalten. Neugier war keine Entschuldigung. Platz! Platz, Buller! Ruhe! Er konnte das Kennzeichen des Wagens nicht erkennen. Er sah nur, dass es ein roter Toyota war. Ruhe, Ulla. Der Mann aus dem Auto musste eine Taschenlampe benutzen, um den Baum und den Spalt darin zu finden. Er sah die untere Hälfte des Mannes einen Augenblick lang beleuchtet. Einen kleinen Bauch und einen offenen Hosenladen. Der Mann hatte sogar genug Urin aufgespart. Ruhe, Buller. Nur einen Moment noch. So, Buller. Das war mein letzter Bericht. Als er das 7-jährige Mädchen zum ersten Mal gesehen hatte, war sie ihm einsam vorgekommen. Warum waren Menschen wie er unfähig, Schönheit zu lieben? Oder Erfolg oder Macht? Vielleicht, weil er Sehnsucht nach Gleichgewicht hatte. Wie Christus auch, an den er so gern geglaubt hätte. Vielleicht wollte er nur, dass sich auch ein hässliches und schüchternes Mädchen geliebt fühlte. Und dann hat er begonnen, sie zu lieben. Nicht aus Mitleid. Genauso wenig, wie er Sarah aus Mitleid liebte. Er war hier, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das war alles.
Manchmal denke ich, ich würde lieber wieder für dich als Agentin arbeiten. Damals hast du mir so viel mehr erzählt als heute. Ich habe dir nie viel erzählt. Und das meiste, was ich dir erzählt habe, war auch noch gelogen. In England habe ich gedacht, wird das alles anders. Ich habe geglaubt, hier gibt es keine Geheimnisse mehr. Fast übermächtig wurde der Wunsch, sich ihr anzuvertrauen, ihr alles zu sagen. Aber dann sagte er sich, warum sie beunruhigen, jetzt, wo alles vorbei war. Er hatte seinen Bericht mit einem Lebwohl beendet und das hieß, dass alle Brücken abgebrochen waren. Er glaubte wirklich, dass alles vorbei war. Nach meiner Rückkehr aus Bonn habe ich gehört, was geschehen ist. Tut mir sehr leid. Ich habe Ihren Kollegen zwar nicht gekannt, aber... Müller klang so verdammt aufrichtig. Wann wird er endlich wieder nach Sarahs Fluchtweg zu bohren beginnen? Ein Feind muss der Monster bleiben. Ich verstehe gar nicht, was die Mädchen so lange mit den Akten treiben. Aber wir können ja schon mal mit Onkel Remus beginnen, wenn Ihnen das recht ist. Selbstverständlich. Haben Sie irgendwelche besonderen Fragen dazu? Ich verstehe ehrlich gesagt das ganze Unternehmen nicht. Heißt das denn, dass die Amerikaner sich schon wieder auf seinen Wahnsinn einlassen? Ich meine, auf ein größeres militärisches Engagement in einem fremden Erdteil. Onkel Remus in seiner reinen Form macht den Einsatz von amerikanischen Truppen nahezu überflüssig. Ein paar Techniker, das natürlich schon, aber die stehen uns bereits zur Verfügung. Sehen Sie, Castle, die nächsten 5 Jahre, das sind die entscheidenden Jahre. Für unser Überleben, meine ich. Aber können Sie denn überhaupt überleben? Sie haben eine unendlich lange offene Grenze zu Schwarzafrika. Wir haben das große Glück, dass das Wort taktisch so einen beruhigenden Klang bekommen hat, seit es die Wasserstoffbombe gibt. Niemand wird einen nuklearen Krieg beginnen, weil weit, weit weg in einem reinen Wüstengebiet ein paar taktische Waffen eingesetzt werden, um unsere eigenen Grenzen zu verminen. Sie wollen Atombomben auf Ihrem eigenen Territorium einsetzen? Wenn es sein muss, ja. Das ist der militärische Kern von Onkel Remus. Castle wurde schwindlig. Er sah Sam vor sich. Auf dem Zeitungsfoto, als Kinderleiche mit ausgebreiteten Armen und dem Geier. Nur war der Geier durch die Strahlung auch schon verendet. Sagten Sie nicht, dass das Begräbnis um 11 Uhr ist? Jetzt ist es halb. Das Begräbnis kann auch ohne mich stattfinden. Wenn es ein Leben nach dem Tode gibt, wird Davis mich schon verstehen. Und wenn nicht... Ich bin überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Jagt Ihnen der Gedanke keinen Schrecken ein? Wieso? Ich habe immer versucht, meine Pflicht zu tun. Und Ihre kleinen taktischen Atomwaffen? Denken Sie an all die Schwarzen, die vor Ihnen sterben müssen? Und im Himmel schon auf Sie warten? Das sind Terroristen. Die werde ich dort bestimmt nicht wiedersehen. Und die Familien in den verseuchten Gebieten? Kinder, Mädchen, Großmütterchen. Die werden wohl ihren eigenen Himmel haben. Aber überlassen wir das doch am besten den Theologen. Wenn Sie nicht zur Beerdigung gehen, dann sollten wir weiterarbeiten, finde ich. Verzeihung, Sie haben recht. Ich habe die Genehmigung, Ihnen in groben Zügen mitzuteilen, was bei meinem Besuch in Bonn herausgekommen ist. Hatten Sie Schwierigkeiten? Nichts Ernstes. Die Deutschen haben im Unterschied zu anderen Kolonialmächten insgeheim große Sympathien für uns. Außerdem brauchen sie unser Uran. Ja, ich bin zuversichtlich. Was wir brauchen, ist eine technische Revolution. In 5 Jahren können wir die Zahl der Minenarbeiter auf die Hälfte reduzieren, die Löhne verdoppeln. Und wir können beginnen, etwas zu produzieren, was Amerika schon hat. Eine schwarze Mittelklasse. Und die Arbeitslosen? Die kehren in die Reservate zurück. Dafür waren die auch immer gedacht. Und die Apartheid bleibt? Eine gewisse Apartheid wird es immer geben. So wie hier auch. Die zwischen Arm und Reich. Ich habe über meine Gespräche in Bonn Notizen für Sie gemacht. Vielleicht haben Sie
zu dem einen oder anderen Thema ein paar nützliche Informationen bis zu unserem nächsten Gespräch. Hier. Vernichten Sie die Blätter bitte sofort, wenn Sie sie gelesen haben. So eine Beerdigung, fand Dr. Percival, war doch eine ausgesprochen steife und langweilige Zeremonie. Er und sie, der erst letzte Nacht aus Washington zurückgekehrt war, hatten sich in den hinteren Teil der Kirche gesetzt. Daintry und Watson saßen in der Nähe des Chores. Hatten Sie einen guten Flug? 3 Stunden Verspätung. Essen war ungenießbar. Daintry sah zornig aus. Seine Miene versprach nichts Gutes. Woran ist Davis endlich gestorben, Emmanuel? Keine Angst, John. Mit der Obduktion ging alles in Ordnung. Ich habe mit Ihnen nach der Totenfeier zu sprechen. Das konnte lästig werden. Ob er den Richtigen umgebracht hatte? Schade, dass man einen Menschen nicht einfach wieder in den Strom des Lebens zurückwerfen konnte. Wie einen Fisch. Hätte ich Davis nur besser gekannt. Ich glaube, ich hätte ihn richtig gern gehabt. Er hat den simplen Menschen virtuos gespielt. Ich bewundere so etwas. Trotzdem, Emmanuel, Verrat kann ich nicht bewundern. Ach, Verrat, Verrat. Vor 30 Jahren als Student war ich ein überzeugter Kommunist. Und jetzt? Hm? Wer ist der Verräter, Davis oder ich? Haben Sie Davis nun eigentlich getötet? Die gezinkte Karte tauchte auf. Nur Davis und ich wussten von meinen kleinen Fantastereien über Porten. Sie hätten bis zu meiner Rückkehr warten sollen. Haben Sie das Ganze mit Daintry besprochen? Sie haben mir die Entscheidung übertragen, John. Wenn man einen Fisch an der Leine spürt, dann bleibt man nicht am Ufer stehen und wartet, bis jemand daherkommt und gute Ratschläge verteilt. Es war Zeit, sich mit Müllers Notizen zu beschäftigen. Eine Überschrift lautete: Die endgültige Lösung. Müller hatte keine Hemmungen gehabt, dies Wort einem Deutschen zuzuflüstern. Und der hatte auch nicht protestiert. Wie eine Zwangsvorstellung sah er wieder das Bild mit dem sterbenden Kind und dem Geier. Sorgfältig schrieb er Müllers Notizen ab. Den Buchcode wollte er nicht mehr benutzen. Als er jetzt endgültige Lösung schrieb, identifizierte er sich zum ersten Mal völlig mit Carson. Carson hätte in einem Fall wie Onkel Remus jede Gefahr auf sich genommen. Auch wenn er, wie Sarah gesagt hätte, damit zu weit gegangen wäre. Nein. Um 2 Uhr nachts wurde er von einem Schrei aufgeschreckt. Nein, nein. Was hast du denn? Es war ja nur ein Albtraum. Es war furchtbar. Es war nur ein Traum. Erzähl ihn mir. Dann bist du ihn los. Ich war in einem Zug. Er fuhr ab. Dich haben sie nicht mitgenommen. Du standst auf dem Bahnsteig. Sam neben dir. Ihm schien es nichts auszumachen. Ich hatte keine Fahrkarte. Ich wusste nicht einmal, wohin ich fahre, aber ich wusste, dass ich im falschen Wagen saß. Im Wagen für Weiße. So ähnliche Träume hatte Sam auch. Sam und ich, wir sind sehr rassebewusst. Das verfolgt uns bis in den Schlaf. Manchmal denke ich, ob du mich vielleicht nur wegen meiner Hautfarbe liebst. Nein. Ich bin kein Südafrikaner auf Wochenendurlaub in Lesotho. Ich habe dich fast ein Jahr gekannt, bevor ich mich in dich verliebt habe. Es kam ganz langsam. Aber jetzt sind wir doch sicher. Bestimmt. Habe ich es dir nicht 7 Jahre lang bewiesen? Ich habe nicht gemeint, ob du mich liebst. Weißt du bestimmt, dass wir in Sicherheit sind? Thank you.
Das war nicht leicht zu beantworten. Seinen letzten verschlüsselten Bericht hatte er voreilig mit der Schlussformel Lebwohl versehen. Wer konnte sagen, wann er das ersehnte Lebwohl mit Recht würde schreiben können? Nicht, solange er nicht alles mitgeteilt hatte, was über Onkel Remus zu erfahren war. Und die von ihm gewählte Stelle, ich habe meine Hand erhoben und ließ sie sinken, war in einer Welt, in der es Onkel Remus gab, kein Zeichen von Freiheit. Die Freizeichen waren wie Hilferufe. Morris Castle stellte sich den schwarzen Apparat vor, wie er irgendwo in einer Londoner Wohnung läutete. Achtete überhaupt noch jemand auf seine Signale? Oder hatte man ihn schon gelöscht? 7 Jahre lang hatte er als Leiter der Sektion 6a des britischen Geheimdienstes Agentenberichte aus Afrika an den sowjetischen KGB weitergegeben. Und heute, wo er Cornelius Müllers Notizen über die Operation Onkel Remus bei sich trug, da stand ihm kein Briefkasten mehr zur Verfügung. Er sah Sam vor sich. Auf dem Zeitungsfoto. Eine schwarze Kinderleiche mit ausgebreiteten Armen. Belauert von einem Geier. Er hörte Müller von den kleinen taktischen Atomwaffen reden, die das richtige Mittel gegen die Schwarzen Südafrikas wären. Und das mit Zustimmung der Amerikaner, der Engländer und der Deutschen. Onkel Remus bedrohte das ganze schwarze Südafrika. Er musste diese Informationen weitergeben. Aber seine Signale blieben ohne Antwort. Er konnte sich nur noch an Halliday Junior wenden, den er noch nicht einmal persönlich kannte. In der Old Compton Street schien das schummrige rote Licht, mit dem Halliday Junior auf seine pornografischen Angebote hinwies, etwas weniger unverschämt als sonst über die Straße. Halliday Senior im gegenüberliegenden Buchladen stand wie gewöhnlich mit krummem Rücken unter der einzigen erleuchteten Kugellampe. Ach, Sie sind es, Sir. Ich muss Sie enttäuschen. Der Trollope ist noch nicht da. Ich hab's nicht mehr so eilig. Mein Freund hat sich entschlossen, ins Ausland zu gehen. Oh, da werden Ihnen Ihre literarischen Abende aber fehlen, Sir. Erst neulich sagte ich zu meinem Sohn... Wo wir gerade bei Ihrem Sohn sind, ich würde gerne ein paar Bücher abstoßen. Erotika interessieren mich nicht mehr, so es ist wohl das Alter. Ist er drüben in seinem Laden? Nein, Sir, leider nicht. Ehrlich gesagt, er steckt etwas in der Bredouille. Man hat ihn angezeigt, wegen dieser albernen Magazine, die er verkauft. Heute Nachmittag war die Verhandlung, er ist noch immer nicht zurück. Castle hatte sich schon immer gewundert, warum der KGB auf so einen dubiosen Mittelsmann wie Halliday Junior setzte, der doch ständig mit Beschlagnahmungen rechnen musste. Oder wusste er genauso wenig wie sein Vater, wozu man ihn benutzte? Dann war es geradezu Selbstmord, ihm Müllers Notizen anzuvertrauen. Könnte ich selbst Ihnen vielleicht behilflich sein? Nein, 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 mit Erotika möchte ich Sie nicht belästigen. Der rote Toyota fiel ihm ein, mit dem der Mann damals zum Ashridge Park gekommen war, um seinen letzten Bericht aus dem Baumversteck zu holen. Fährt Ihr Sohn eigentlich einen roten Toyota? Nein, aber er benutzt manchmal meinen, wenn er geschäftlich über Land fährt. Gott sei Dank. Dann war der Mann nachts im Ashridge Park also doch Halliday Junior gewesen. Dann wird er auch wissen, was er mit Müllers Notizen zu machen hatte. Ich habe da eine Aufstellung gemacht, die Sie ihm vielleicht geben könnten. Streng vertraulich, wohlgemerkt. Ich möchte nicht, dass die Leute erfahren, welche Sorte Bücher ich in jüngeren Jahren gesammelt habe. Sie können sich ganz auf mich verlassen, Sir. Ich habe noch nie einen Auftrag vergessen, nicht wahr? Er sah die Straße hinunter. Niemand folgte ihm. Am Ende der Straße blieb er neben einer hässlichen Kirche stehen. Drinnen brannte Licht. Die Einsamkeit trieb ihn hinein. Ein Priester musste sein Geheimnis doch wahren. Langsam bewegte er sich auf den Beichtstuhl zu. Wie ein Patient, der zum ersten Mal zitternd einen Psychiater aufsucht. Wie sollte er anfangen?
Ich möchte mit Ihnen sprechen. Was stehen Sie so herum? Haben Sie Ihre Knie zu gebrauchen verlernt? Ich möchte nur mit Ihnen sprechen. Mit mir sprechen Sie ja nicht. Hier sprechen Sie mit Gott. Nein, das will ich nicht. Knien Sie nieder. Was sind Sie denn für ein Katholik? Ich bin kein Katholik. Was haben Sie dann hier zu suchen? Ich möchte nur mit jemandem sprechen. Sonst nichts. Sie sollten zu einem Priester Ihrer eigenen Kirche gehen. Ich habe keine Kirche. Dann brauchen Sie meiner Meinung nach einen Arzt. Das ist das Ende einer absurden Handlung, dachte er. Was hatte er überhaupt erwartet? Dass der Priester ihn verstehen würde? Eine Geschichte, wie er sie zu erzählen hatte, die vor so vielen Jahren in einem fremden Land begann, die war viel zu lang und zu schwer zu begreifen. Du bist noch nie so spät nach Hause gekommen, ohne vorher anzurufen. Weißt du, ich musste noch mit verschiedenen Leuten sprechen. Willst du einen Whisky? Einen ganz großen. Es ist also doch etwas passiert. Ja, nichts Wichtiges. So kalt draußen und nass. Schläft Sam schon? Ja. Die gewohnte Stille breitete sich zwischen ihnen aus. Sonst empfand er diese Stille immer wie einen wärmenden Schal um die Schultern. Doch an diesem Abend war sie wie ein Vakuum. Noch einen, bitte. Du trinkst wirklich zu viel. Denk an den armen Davis. An Alkohol ist der nicht gestorben. Ich meinte ja auch... Wenn es dir zu mühsam ist, mir ein Whisky einzuschenken, dann sag's. Dann nehme ich ihn mir selber. Ich sagte doch nur, denk an Davis. Ich will nicht beschützt werden, Sarah. Du bist Sams Mutter und nicht meine. Ja, ich bin seine Mutter und du bist nicht mal sein Vater. Ich wollte das nicht. Es ist nicht deine Schuld. Verzeih bitte, verzeih. Ich habe den ganzen Abend einen Menschen gesucht, mit dem ich sprechen kann. Aber es war niemand da. Warum sprichst du nicht mit mir? Das geht nicht. Warum nicht? Weil es verboten ist? Wegen deiner Schweigepflicht? Sarah, nachdem Carsten dir damals zur Flucht aus Südafrika verholfen hatte und wir endlich hier in England in Sicherheit waren, hat er eines Tages einen Mann zu mir geschickt. Ich war in seiner Schuld. Er hatte dich und Sam vor den weißen Rassisten gerettet. Er wollte, dass ich ihm ein bisschen helfe. Jetzt weißt du es. Ich bin ein Doppelagent. Darauf steht lebenslänglich. Bist du in Gefahr? Ich bin immer in Gefahr. Seit wir zusammenleben. Ich meine jetzt. Heute Nacht. Sie haben entdeckt, dass es eine undichte Stelle gibt. Und Sie haben Davis dafür gehalten. Sie haben ihn umgebracht. Ja. Genauso wie Sie dich umgebracht hätten. Ja. Nach dem Mord an Davis habe ich meinen letzten Bericht geschrieben. Ich habe die Verbindung abgebrochen. Alles andere wäre Selbstmord gewesen. Aber dann kam Cornelius Müller. Deine Informationen waren so ungeheuerlich, dass ich sie weitergeben musste. Ich hoffe, es ist mir geglückt. Aber das heißt... Ja, das heißt es. Vielleicht rettet es vielen tausend Menschen das Leben. Menschen aus deinem Volk. Rede nicht von meinem Volk. Du bist mein Volk. Warum hast du mir nichts gesagt, so viele Jahre lang? Ich hatte Angst. Angst um dich.
Was sollen wir tun? Das Beste wäre, du gingest mit Sam zu meiner Mutter. Du trennst dich von mir. Sag ihr, wir hätten eine böse Auseinandersetzung gehabt. Und was machst du? Ich weiß nicht, ob sie sich noch für mich verantwortlich fühlen. Damals haben sie mir versprochen, mich ins Ausland in Sicherheit zu bringen. Sir John Hargreaves, der Sie aller britischen Geheimdienste, saß im Herrenzimmer seines Landhauses und las Trollope. Während seiner Dienstzeit in Westafrika hat er diesen Autor schätzen gelernt. Diese ausgewogene Welt der viktorianischen Zeit, in der das Gute gut und das Böse böse war. Ja? Hier Müller. Müller? Cornelius Müller aus Pretoria. Ach, ja, ja, richtig. Kann ich etwas für Sie tun? Ich muss mit Ihnen über Castle sprechen, Sir John. Am Montag bin ich wieder im Büro. Machen Sie einen Termin. Könnte ich nicht jetzt gleich zu Ihnen kommen? Es ist so dringend. Ich fürchte, ich habe einen schweren Fehler gemacht. Adieu, Trollope, dachte Hargreaves. Naja, bleibt mir noch der Samstag. Tut mir leid, Mary, wir bekommen einen Gast zum Abendessen. Das habe ich mir gedacht. Wer ist es? Der Mann, den uns BOSS aus Pretoria geschickt hat. Das auch noch. Ich kann diese Apartheid-Arschlöcher nicht ausstehen. Ich auch nicht. Es wurde ein ungemütliches Essen. Sir John war froh, als sie sich endlich mit einer Flasche Whisky in zwei bequeme Fauteuils zurückziehen konnten. Ich mache mir Sorgen. Ich habe Castle einige Aufzeichnungen über meinen Besuch in Bonn gegeben. Meine Güte, Castle, können Sie vertrauen? Er ist mit einer Schwarzen verheiratet. Er scheint sogar ein Kind mit ihr zu haben. Wir haben hier keine Rassentrennung, Müller. Sie wurde gründlich überprüft. Trotzdem. Es waren Kommunisten, die ihre Flucht organisiert haben. Castle war mit Kasen eng befreundet. Das wissen wir. Castle hatte die Aufgabe, mit den Kommunisten Kontakt zu halten. Macht Ihnen Kasen noch immer Schwierigkeiten? Nein. Kasen ist im Gefängnis gestorben. Aber ich habe selbst gesehen, wie nahe Castle das ging. Wieso denn nicht, wenn Sie Freunde waren? Sie nehmen ja alles so leicht. Wir hatten vor Jahren eine undichte Stelle in der Sektion, die für die Kommunisten zuständig war. Einer unserer intelligentesten Leute. Auch bei ihm kam es zu Freundschaften. Und die wurden bestimmend. Kasen war übrigens auch in den Fall verwickelt. Was geschah dann? Er ist jetzt tot. Für uns ist erwiesen, dass Davis das Leck war, das wir zu schließen hatten. Und sein Tod war ein glücklicher Zufall? Leberzirrhose. Kasen starb an Lungenentzündung. Ich hoffe zu Gott, dass Sie recht haben und Davis wirklich die undichte Stelle war. Aber ich glaube es nicht. Newington Butts. Der Fall des Buchhändlers Halliday, wurde gestern vom Polizeirichter an den Central Criminal Court verwiesen. Halliday hatte sich wegen des Verkaufs eines pornografischen Films an einen 14-jährigen Jungen zu verantworten. Er selbst wurde gegen eine Kaution von 200 Pfund auf freien Fuß gesetzt. Ashridge. Er ist also frei, dachte Castle. Aber er steht unter Polizeiaufsicht. Wahrscheinlich hat er Angst, Müllers Notizen in einem toten Briefkasten zu deponieren. Vielleicht hat er sogar Angst, sie zu vernichten. Und wenn er sie absichtlich behielte? Wenn er darauf kam, dass er sie zu einem Tauschgeschäft mit der Polizei benutzen konnte? Der Augenblick, von dem er immer gewusst hatte, dass er kommen würde, war da. Er musste jetzt klar denken. Hoffnung war so wenig am Platz wie Verzweiflung. Es war die Nummer, die er für den äußersten Notfall hatte. Er wusste nicht, ob sein SOS noch gehört wurde, aber es gab keine Stelle, an die er sich sonst hätte wenden können.
In Gedanken ging er nochmal alles durch. Zu vernichten blieb nichts mehr. Er ging hinauf, um Sarah zu wecken. Du musst gleich meine Mutter anrufen. Es wird glaubhafter, wenn du das tust. Sag ihr, ich hätte etwas Unverzeihliches getan. Du kannst ruhig ein bisschen dramatisieren. Aber du hast doch gesagt, wir hätten noch Zeit. Ich habe mich geirrt. Ist was passiert? Ja. Und du bleibst hier? Entweder sie helfen mir, aus England herauszukommen, oder die Polizei holt mich. Ihr dürft auf keinen Fall dabei sein. Dann ist das also das Ende für uns. Natürlich nicht. Solange wir leben, kommen wir immer wieder zusammen. Irgendwie. Eigentlich wäre es jetzt schon an der Reihe gewesen, Dr. Percival in seinen Club einzuladen. Aber der Treffelhaus war geschlossen. Und so hatten sie sich im Reform verabredet. Ja, hoffentlich stört es Sie nicht, dass ich Daintree zu unserem Essen gebeten habe, in Ihren Club. Ich kenne eine amüsantere Gesellschaft. Sicherheitsproblem? Ja. Wo brennst du? Nehmen Sie einmal an, Emmanuel, Sie hätten den falschen Mann umgebracht. Was dann? Ich bin überzeugt, dass das nicht geschehen ist. Müller teilt Ihre Überzeugung nicht. Ach, Müller, was weiß denn der schon? Na, er weiß nichts, aber er hat eine Intuition. Und wenn Sie in Afrika gewesen wären, Emmanuel, dann hätten Sie gelernt, sich auf Intuitionen zu verlassen. Meine Sekretärin hat heute früh versucht, Castle telefonisch zu erreichen. Er hat sich nicht gemeldet. Und ist er mit seiner Familie übers Wochenende verreist? Möglich. Ich habe dann seinen Safe öffnen lassen. Müllers Aufzeichnungen sind nicht drin. Haben Sie MI5 verständigt? Ja. Castles Telefon wird wieder abgehört. Ich hoffe zu Gott, dass bei alledem nichts rauskommt. Es würde bedeuten, dass Davis unschuldig war. Die Stunden schleppten sich dahin. Stunde um Stunde wuchs seine Überzeugung, dass die Verbindung abgeschnitten war. Und er sich selbst überlassen. Bist du es, Morris? Ja. Was soll denn dieser Unsinn zwischen euch? Es ist kein Unsinn, Mutter. Sarah sagt, du würdest sie nicht mehr ins Haus lassen. Das ist doch absurd. Das ist gar nicht absurd. Wenn sie zurückkommt, gehe ich. Was ist denn um Himmels Willen zwischen euch vorgefallen? Denkt ihr an Scheidung? Zurzeit ist nur von Trennung die Rede. Lass erst mal ein bisschen Zeit vergehen, Mutter. Ich verstehe das nicht. Und ich hasse Sachen, die ich nicht verstehe. Ob jetzt irgendwo ein Rekorder zurückgespult wurde, um ihr Gespräch noch einmal abzuspielen? Er brauchte einen Whisky. Es trieb ihn wieder ins Schlafzimmer. Vielleicht waren unter Sarahs Sachen noch ein paar Briefe. Obwohl er sich nicht vorstellen konnte, was er ihr je Belastendes hätte geschrieben haben sollen. Ohne nachzudenken, nahm er aus der Schublade neben seinem Bett den Revolver, der dort 7 Jahre unberührt gelegen hatte, und steckte ihn in die Tasche. Wenn er beim Öffnen der Tür den Revolver in der Hand hielt, blieb der Polizei gar nichts anderes übrig, als ihn in Notwehr zu erschießen. War das nicht die einfachste Lösung? Er rief sich selbst zur Ordnung. Daintree. Darf ich reinkommen? Selbstverständlich. Platz, Bruder. Platz. Er ist ganz ungefährlich. Ich fuhr zufälligerweise hier durch und dachte, ich könnte auf einen Sprung bei Ihnen vorbeikommen. Das war so offensichtlich gelogen, dass er Mitleid mit Daintree bekam. Daintree gehörte nicht zu diesen aalglatten Verhörbeamten, wie sie von MI5 ausgebildet wurden. Hoffentlich störe ich ihn nicht. Ihre Frau... Meine Frau ist nicht hier. Eigentlich
Eigentlich habe ich ziemlich große Sorgen. Die Gelegenheit, Sarahs Unschuld zu beweisen, war günstig. Meine Frau hat mich verlassen. Mit meinem Sohn. Sie sind zu meiner Mutter gezogen. Das tut mir sehr leid. Schrecklich, wenn sowas passiert. Wissen Sie noch, wann wir uns zuletzt gesehen haben? Bei der Hochzeit meiner Tochter. War sehr nett von Ihnen, dass Sie hinterher noch zu meiner Frau mitgekommen sind. Und dann habe ich eine der Eulen zerbrochen. Ja. Wir mussten plötzlich weg. Wegen Davis. Was halten Sie von seinem Tod? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt, ich versuche nicht darüber nachzudenken. Die nehmen doch an, dass er schuld war am Durchsickern von Informationen aus meiner Sektion. Oder? Wie kommen Sie denn darauf? Es ist nicht üblich, dass die Staatspolizei eine Durchsuchung macht, wenn einer von uns stirbt. Nein, eigentlich nicht. Von Davis hat niemals ein fremder Geheimdienst irgendetwas erfahren. Glauben Sie? Ich weiß es. Nichts verurteilt ihn gründlicher als seine eigenen Worte. Sie wissen das? Ja, ich bin sicher, man hat Davis vorschnell verurteilt. Wieso sind Sie so sicher, dass es nicht war? Weil ich die undichte Stelle bin, war er versucht zu sagen. Man müsste über die möglichen Motive nachdenken. Was meinen Sie damit? Wenn unsere Sektion verdächtigt wurde, dann kann die undichte Stelle ja nur Afrika betreffen. Ja. Das könnte doch ein Hinweis sein auf eine besonders starke Beziehung zu Afrika. Oder zu Afrikanern. Ich glaube nicht, dass Davis auch nur einen Afrikaner kannte. Außer natürlich meine Frau und mein Kind. Er bekam allmählich Spaß am gefährlichen Spiel. Sie haben Glück, Sie sind kein Sicherheitsoffizier. Nach Davis Tod wäre ich am liebsten in den Ruhestand getreten. Hätte ich bloß getan. Das Spiel war gleich zu Ende. Daintree schaute bereits verstohlen auf seine Armbanduhr. War das eine Uhr oder ein getarntes Mikrofon? Vielleicht war das Tonband zu Ende. Ich glaube, ich habe Sie jetzt genug aufgehalten. Wird Zeit, dass ich heimfahre. Und vielen Dank für den Drink. Ich danke Ihnen, dass wir über so viele Dinge haben sprechen können. Hoffentlich geht alles in Ordnung. Mit Ihrer Frau, meine ich. Castle schaute ihm nach, bis er rechts in die Straße nach London einbog. Eins stand fest. Der junge Halliday hatte gesungen. Sonst hätten sie Daintree nicht zu ihm geschickt. Er schaute die Straße hinunter. Niemand schien ihn zu beobachten. 100 Meter weiter vor der Polizeistation leuchteten die Hecklichter eines geparkten Wagens durch den Regen. Ein Polizeiauto war das nicht. Eher ein Toyota. Der rote Toyota fiel ihm ein. Ganz zaghaft begann wieder Hoffnung in ihm zu keimen. Guten Abend. Kann ich Ihr Telefon benutzen? Da drüben. Danke. Stumm übte er die Sätze, die er sagen wollte. Ich war bei Castle. Er ist allein zu Hause. Er hat sich mit seiner Frau zerstritten. Nein, mir ist nicht zu berichten. Heute Mittag im Reform beim Essen mit Sie und Dr. Percival hätte er am liebsten seinen Teller mit der geräucherten Forelle weggestoßen und gesagt, ich kündige. Ich will mit Ihrer beschissenen Firma nichts mehr zu tun haben. Im Krieg war es einfach gewesen. Da wusste man, wo Recht und Unrecht war. Aber im jetzigen Kalten Krieg war das für ihn nicht mehr zu erkennen. Ich war bei Castle.
Er ist allein zu Hause. Er hat sich mit seiner Frau zerstritten. Nein, mir ist nicht zu berichten. Dr. Percival? Dentry. Ach, guten Abend, lieber Freund. Gibt's was Neues? Ich war bei Castle. So? Was für einen Eindruck haben Sie? Zorn raubt ihm die Sprache. Zerfetzte die vorbereiteten Worte über einen Brief, den er nicht mehr abschicken will. Wenn Sie meinen Eindruck wissen wollen, Sie haben den Falschen umgebracht. Aber doch nicht umgebracht. Eine falsche Dosierung. Was bringt Sie auf den Gedanken des Castle? Er ist von Davis Unschuld überzeugt. Das sagt er selbst? Klar und unmissverständlich? Ja. Aber sagen Sie, wie haben Sie ihn zu diesem Geständnis gebracht? Das war das letzte Mal, dass er seine sogenannte Pflicht erfüllt hatte. Zu Hause würde er sich an den Tisch setzen, auf dem noch der Kammerbär von gestern auf ihn wartete, und einen Brief schreiben. Im Innern hat er die Kündigung schon vollzogen. Eine scheußliche Nacht. Mr. Halliday, Sie habe ich nicht erwartet. Braver Hund, braver Platz. Hund. Buller, Platz. Kommen Sie nur herein. Er ist ganz harmlos. Es tut mir wirklich leid, was ich im Radio von Ihrem Sohn gehört habe. Das war doch vorauszusehen, Sir. Hoffentlich wird ihm das eine Lehre sein. Hatten Sie Gelegenheit, ihm meinen Brief zu geben? Ach, was das betrifft, hielt ich es für klüger, das nicht zu tun. Aber keine Sorge. Ich habe die Nachricht schon an die richtige Stelle weitergegeben. Was sagen Sie da? Wovon reden Sie? Nun, Sir, Sie waren die ganze Zeit in einem kleinen Missverständnis befangen. Mein Sohn hatte nie etwas mit den Dingen zu tun, mit denen Sie sich befassen. Aber man fand es ganz vernünftig, Sie in dem Glauben zu lassen. Selbst die, die wirklich einen Grund hatten, hatten ihm also nicht vertraut. Wohin fahren wir? Zum Flughafen Heathrow? Der wird schon alarmiert sein. Ich bringe Sie in ein Hotel, Sir. Zimmer 423. Der Zimmerschlüssel liegt im Handschuhfach. Warten Sie in Ihrem Zimmer, bis Sie jemand holen kommt. Und dann? Das ist alles, was ich an Instruktionen bekommen habe. Wie sind Sie in diese Sache hineingeschlittert? Ich bin nicht hineingeschlittert, Sir. Ich war schon als junger Mensch Parteimitglied. Immer im Untergrund. Dann sind Sie überzeugter Kommunist? Selbstverständlich, Sir. Haben Sie nie Zweifel bekommen? Was da auch war? Stalin, Ungarn, die Tschechoslowakei? Ich war in meiner Jugend in Russland. Da habe ich viel gesehen. Und in England auch, als ich zurückkam. Während der Weltwirtschaftskrise. Das hat mich immun gemacht gegen solche Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Erlauben Sie, Sir, aber Ihr Gedächtnis arbeitet ziemlich selektiv. Was ist mit Hiroshima, Vietnam, Chile, Südafrika? Ich beneide Sie, Sie werden Moskau erleben. Sind Sie nie dort gewesen? Ich bin nie weiter gekommen als bis nach Archangelsk. Na ja, ich tröste mich damit, dass Marx auch nie in Moskau gewesen ist. Ich wollte nie in Moskau enden. Und ich bin stolz darauf, dass Sie in meinem alten Auto auf dem Weg nach Moskau sind. Auch wenn wir 100 Jahre so weiterfahren, Halliday. Mich können Sie nicht bekehren. Na, immerhin haben Sie sehr viel für uns getan.
Nur bei Afrika habe ich euch geholfen. Sonst nicht. Ich bin nur Opfer eines Unfalls. In Moskau wird man sie heilen. In einer psychiatrischen Anstalt. Dieser Satz brachte Mr. Halliday zum Schweigen. War er verletzt? Oder waren längst von Art der Zweifel aufgebrochen? Castle sollte es nie erfahren. Sie steigen besser hier schon aus. Ich möchte nicht gesehen werden. Danke. Und denken Sie daran. Gehen Sie direkt auf Zimmer 423 und warten Sie dort. Castle ging auf die Lichter des Hotels zu. Ihm war zumute, als hätte er schon alles, was ihm in England lieb und vertraut war, hinter sich gelassen. Viel Glück, Sir! Ich wünsche Ihnen viel Glück! Man ging durch eine Drehtür und war mitten in der Karibik. Um einen Teich standen Palmen, vom Himmel strahlten zahllose Sterne und man atmete eine warme, feuchte Luft ein. Also, wenn das nicht Morris ist, was machst du denn hier in diesem Schuppen? Blöd! Wo soll's denn hingehen? Ich fliege nach New York. Nette Idee hier, was? Wie auf den Jungferninseln. Schade, dass ich meine Bermudas nicht da habe. Ich dachte, Sie sind in Mexiko. Ach, schon lange nicht mehr. Ich sitze wieder am Schreibtisch für Europa. Und Sie? Immer noch im finsteren Afrika? Ja. Wie wär's mit einem Planters Punch? Treffen wir uns doch in einer halben Stunde. Okay, in einer halben Stunde beim Teich. Essen Sie hier? Ich weiß noch nicht. Hängt davon ab. Ah, wieder ganz auf Geheim, was? Der gute alte Morris. Der Fahrstuhl erwartete ihn Gott sei Dank schon mit offenen Türen. War es denkbar, dass die Amerikaner ihn schon beobachteten? Blitt war vor Jahren sein Kontaktmann in der amerikanischen Botschaft gewesen. Als er die Tür endlich hinter sich zugemacht hatte, war ihm wohler. Er ging zum Fenster. Unter ihm lag die Bar, über ihm der künstliche Himmel. Blitz saß schon auf einem Hocker und schaute sich immer wieder ungeduldig um, aber ihm konnte das noch nicht gelten. Täuschte er sich oder guckte Blitz jetzt hier herauf? Castle trat einen Schritt zurück. Er sah, wie Blitt das Telefon an der Bar benutzte. Gab er einen Bericht durch? Und an wen? Ich wurde aufgehalten durch den Verkehr. Kommen Sie, um mich abzuholen? Dass die Zeit immer so knapp ist. Sie müssen in einer halben Stunde den Bus zum Flughafen erwischen. Hier ist Ihr Ticket bis Paris. Aber Sie werden doch alle Flugzeuge kontrollieren. Selbstverständlich, besonders das nach Moskau, das wegen Motorschadens verspätet ist. Vielleicht erwartet Aeroflot einen wichtigen Passagier. Sie werden sehr aufpassen bei Moskau. Aber Sie werden doch schon bei den Kontrollschaltern aufpassen, nicht erst am Flugsteig. Dafür ist gesorgt. Hier ist Ihr Pass. Danke. Fox. Der Name passt. Die Jagdzeit ist noch nicht zu Ende. Aber mit diesem Bild... Es sieht mir doch gar nicht ähnlich. Das stimmt, die Ähnlichkeit werden wir erst herstellen. Kommen Sie, wir gehen ins Badezimmer. Nachdem der kleine Mann eine Vergrößerung des Passbildes am Spiegel befestigt hatte, begann er mit seiner Arbeit. Er stutzte die Brauen und ging dann an die Haare. Der Mann auf dem Foto hatte einen Bürstenschnitt. Castle sah die Bewegung in der Schere im Spiegel. Der Bürstenschnitt veränderte das ganze Gesicht. Sogar den Ausdruck der Augen. Still sitzen, bitte. Die Haare eines schmalen Schnurrbarts wurden festgeklebt. Der Schnurrbart eines Schüchternen. Vollbärte oder dicke Schnurrbärte sind immer verdächtig. Ein Fremder blickte Castle aus dem Spiegel entgegen. So, fertig. Ich glaube, es ist ganz gut. Seiner Aktentasche entnahm er einen kurzen weißen Stab, den er wie ein Fernrohr zu einem Spazierstock auseinanderzog. Sie sind blind, Mr. Fox. Eine Hostess der Air France wurde gebeten, Sie vom Hotelbus abzuholen und zum Flugzeug zu bringen. In Paris-Roissy werden Sie abgeholt und per Auto nach Orly gebracht. Wahrscheinlich sind Sie da nicht mehr, Mr. Fox. Ein neues Make-up im Auto, ein neuer Pass. Das menschliche Gesicht ist sehr wandelbar. Das klingt alles so einfach, aber... Und vergessen Sie nicht, Ihren Stock zu benutzen. Bitte bewegen Sie nicht die Augen, sondern den ganzen Kopf, wenn man Sie anspricht.
Lassen Sie die Augen ausdruckslos. Was für einen Beruf habe ich? Sie sind im Ruhestand. Zumindest das stimmt. Als er den Fahrstuhl verlassen hatte, begann er sich seinen Weg zum Eingang zu ertasten, wo der Bus wartete. Aus den Augenwinkeln erkannte er Blitt, der an der Bar saß und gerade ungeduldig auf die Uhr schaute. Wollen Sie zum Flughafenbus? Ja. Ich auch. Ich helfe Ihnen. Morris! Morris! Ich glaube, der ruft sich immer. Das muss ein Irrtum sein. Hey, Morris, wo willst du hin? Er drehte seinen Kopf und starrte ausdruckslos auf eine Stelle etwas seitlich von Blitt. Oh, verzeih. Ich hielt sie. Als der Bus anfuhr, saß die Dame neben ihm am Fenster und schaute hinaus. Sie müssen seinem Freund wirklich sehr ähnlich sehen. Er steht immer noch da und starrt Ihnen nach. Jeder Mensch auf der Welt hat einen Doppelgänger. Das Mittagessen im Haus unter den Lorbeerbäumen war für Sarah eine Qual. Ihre Schwiegermutter hatte einen Gast. Einen Geistlichen, der gerade aus einem afrikanischen Missionsgebiet zurückgekommen war. Ja, erzählen Sie doch mal, wie es in Soweto wirklich aussieht. Ich meine, kann man so einen kleinen Bursen dort eigentlich großziehen? Das kann Sarah doch nicht wissen, Ezra. Sarah ist meine Schwiegertochter. Ach so. Ach, dann sind Sie zu Besuch hier. Sarah dachte, wird so mein Leben in der Zukunft aussehen? Meine Liebe, es ist wirklich an der Zeit, dass wir ein ernstes Gespräch miteinander führen. Worüber? Was habt ihr getan? Ich verstehe euch nicht. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Morris hat gesagt, ich soll hierher kommen. Also bin ich gekommen. Wer von euch ist denn der schuldige Teil? Geben Sie mir noch eine Woche, Mrs. Castle. Vom Fenster im 12. Stockwerk des großen grauen Gebäudes aus konnte Castle den roten Stern über der Universität sehen. Ivan, der ihn vom Flugzeug in Prag abgeholt hatte, betonte, dass diese Wohnung als ausgesprochener Glücksfall zu betrachten sei. Und er ließ keinen Zweifel daran, dass er persönlich nicht erkennen könne, womit Castle dies Glück verdient habe. Der wertvollste Gegenstand in der Wohnung war für ihn das Telefon. Obwohl staubbedeckt und nicht angeschlossen, besaß es einen symbolischen Wert. Eines Tages, vielleicht sogar bald, würde er durch diesen Hörer mit Sarah sprechen können. Castle? Dr. Percival, Mrs. Castle, ich wollte gern mit Ihnen über Ihren Mann sprechen. Wir alle machen uns Sorgen um Morris. Wir, dachte sie. Wir hatten Morris also noch nicht in ihre Gewalt bekommen. Sie ertappte sich dabei, wie sie lächelte. Vorsicht. Morris geht mich nichts mehr an. Wir haben uns getrennt. Ja, aber trotzdem wollen Sie doch sicher gern Näheres über ihn erfahren. Können Sie mir nicht schreiben? Ja, aber es gibt Dinge, die man nicht schreiben kann. Wenn wir Ihnen morgen ein Auto schicken würden? Morgen ist unmöglich. Dann Donnerstag? Also gut. Der Wagen holt Sie um 11 Uhr am Donnerstag ab. Ich brauche keinen Wagen. Um 11.15 Uhr geht ein Zug. Also schön. Dann treffen wir uns am besten in einem Restaurant. Ich schlage vor bei Brummels. Der Anruf war wie eine Erlösung für sie gewesen. Diese Stadt in Sussex mit ihren liberalen Bewohnern, die ihr so viel höfliche Freundlichkeit entgegenbrachten, hätte sie sogar für Soweto hergegeben. Höflichkeit baute mehr Schranken auf als Schläge, das sie vermocht hätten. Was sie suchte, war nicht Höflichkeit, sondern Liebe. Von geräucherter Forelle würde ich Ihnen abraten. Sie ist hier immer ein bisschen trocken. Ich habe keinen besonderen Appetit. Bestellen Sie bitte für mich. Es schien nichts Wichtigeres auf der Welt zu geben als eine genau kalkulierte Speisenfolge. Sie hielt es kaum aus, bis er endlich seine Bestellung aufgegeben hatte. So, die Schwerarbeit ist getan. Jetzt sind Sie an der Reihe. Wir alle. Wir hatten Morris sehr gern. Sie reden ja von ihm, als ob er tot wäre. Nein, das wollte ich nicht. Tot ist er nicht. Aber er hat einen sehr gefährlichen Weg eingeschlagen. Wir alle hoffen, dass Sie nicht in diese Sache verwickelt sind. Wir haben uns getrennt. Ja, selbstverständlich. Es wäre auch ein bisschen auffällig gewesen, gemeinsam wegzufahren.
Noch dazu bei ihrer Hautfarbe. Er schob den Sherry beiseite und machte Platz für das Fleischragout, das er für sie beide bestellt hatte. Sie fühlte sich freier. Das Thema lag offen auf dem Tisch. Seien Sie vorsichtig. Vorsichtig? Ja, die Karotten, die sind sehr gepfeffert. Natürlich wissen wir, und Sie ja wahrscheinlich auch, dass er wohlbehalten in Moskau eingetroffen ist. Gott sei Dank. Was Gott anbelangt, ich weiß es nicht, aber dem KGB, dem können Sie gewiss danken. Obwohl man nicht so dogmatisch sein darf. Möglicherweise stehen die beiden tatsächlich auf derselben Seite. Wenn Morris Sie nun auffordert, nach Moskau zu kommen. Sie können mich nicht zurückhalten. Oh, das liegt mir auch ganz fern. Nur waren Sie in Südafrika mit einem Mann namens Carson befreundet, mit einem kommunistischen Agenten. Und jetzt ist der Mann auch noch in Moskau. Ich könnte mir vorstellen, dass ich unter diesen Umständen MI5 viel davon verspreche, Sie einmal gründlich zu verhören. Und wenn Sie den Rat eines alten Mannes annehmen wollen, seien Sie vernünftig. Bleiben Sie bei Ihrem Kind auf dem Lande, bei Ihrer Schwiegermutter. Sam ist auch Morris' Kind. Möglicherweise. Sie kennen doch Cornelius Müller, diesen ausgesprochen unsympathischen Kerl von BOSS. Er behauptet, der wirkliche Vater Ihres Sohnes sei einer von Ihren Leuten. Ich weiß schon, wen er meint. Aber selbst wenn es so wäre, der Betreffende ist tot. Müller sagt, er ist nicht tot. Er sitzt hinter Schloss und Riegel und er soll bereit sein, die Vaterschaft zu beanspruchen. Müller lügt. Er ist bei einem Aufstand getötet worden. Ja, es ist schon möglich, dass der Mann nur vorgeschoben ist. Ist das Kind auf Ihrem Pass eingetragen? Nein. Hat es einen eigenen Pass? Nein. Oh. Dann müssten Sie einen Pass beantragen, wenn Sie mit Ihrem Sohn ausreisen wollen. Ja, die Leute vom Passamt sind manchmal sehr, sehr langsam. Was für Schweinekerle ihr seid. Ihr habt Carson umgebracht. Ah. Ihr habt Davis umgebracht. Aber Mrs. Castle, Sie sollten nicht so zornig werden. Nichts von alledem ist doch persönlich gemeint. Und im Zorn, da macht man leicht Fehler. Aber meine Liebe. Sie scherte sich um nichts mehr. Sie nahm ihren Mantel und ging. Wäre sie nur einen Augenblick länger geblieben, wer weiß, ob sie dem Messer, das für den Käse bereit lag, noch länger hätte widerstehen können. Sie war einmal Zeuge gewesen, wie ein Weißer in Johannesburg erstochen wurde. Es hatte ganz einfach ausgesehen. Castle stand am Fenster und sah in die schmale Schlucht zwischen den Betonmauern hinunter. Das war nicht Schnee, wie er ihn aus der Kindheit kannte. Schnee, bei dem man unwillkürlich an Schneeballschlachten und Schlittenfahrten dachte. Das war ein gnadenloser, unaufhaltsamer, alles auslöschender Schnee, von dem man sich vorstellen konnte, dass er die Welt unter sich begrub. Er drehte sich um und starrte das Telefon an. Es war tatsächlich das Telefon, das klingelte. Sein Mund war plötzlich sehr trocken. Wer ist da? Boris. Boris? Wo bist du? Hier in Moskau. Ich muss mit dir reden. Hast du Sarah gesehen? Ja, ich habe mit dir gesprochen. Ich komme jetzt gleich zu dir in die Wohnung. Aber was ist denn los? Es gibt Schwierigkeiten. Was denn für Schwierigkeiten? Warte, bis ich bei dir bin. Er konnte nicht stillsitzen. Er konnte sich auf kein Buch konzentrieren. Er ging wieder ans Fenster. Es schneite immer noch. Morris! Sarah hat mir aufgetragen, dir G&B zu besorgen. Eine Flasche von ihr und eine von Sam. Hast du wirklich mit Sarah gesprochen? Am Telefon, ja. Sie lebt bei deiner Mutter auf dem Land. Das weiß ich. Boris, sag mir, was du für Schwierigkeiten meinst. Wir haben immer angenommen, dass niemand Sarah hindern kann, auszureisen, wohin sie will. Aber das ist doch auch so. Sam hat keinen Pass. Morris, es ist leider gar nicht so einfach. Warum habt ihr mich nur herausgeholt?
Ich war gar nicht unmittelbar gefährdet. Du hast das Notsignal gegeben. Wir haben darauf reagiert. Morris, es war auch für uns wichtig, dich herauszuholen. Wieso? Müllers Aufzeichnungen waren beim alten Halliday doch gut aufgehoben. Man hat dir nie die Wahrheit gesagt, Morris. Das bisschen Wirtschaftsinformation, das du uns geschickt hast, war für uns nie wirklich von Bedeutung. Ja, warum dann? Ich will versuchen, es dir zu erklären. Deine Leute haben sich eingebildet, sie hätten hier in Moskau einen von uns umgedreht. In Wirklichkeit hatten wir ihn aber auf sie angesetzt. Er hat ihnen laufend falsche Informationen zugespielt. Um ihn glaubwürdig zu machen, haben wir die Berichte, die wir von dir bekamen, über ihn wieder an sie zurückgegeben. Deine Berichte waren echt. Also war für sie auch echt, was wir ihnen an Fälschungen zuspielten. Darin lag der erste und einzige Wert deiner Berichte. Eine gelungene Irreführung. Ihr habt mich benutzt. Und ich wollte nur Sarahs Volk helfen. Das hast du ja auch. Deshalb bist du ja auch hier. Denn Onkel Remus ist etwas ganz anderes. Wenn wir die Operation verhindern wollen, müssen wir sie sofort veröffentlichen. Das geht aber nur mit dir. Du bist die Quelle, die mitveröffentlicht werden muss. Jetzt weißt du, warum wir dich in Moskau haben müssen. Morgen ist es soweit. Du wirst vor der internationalen Presse Onkel Remus publik machen. Und wenn ich mich weigere, bevor Sarah nicht hier ist? Wir können es auch ohne dich schaffen. Aber was wird dann mit Sarah? Wir sind dir dankbar, Morris. Aber Dankbarkeit muss wie Liebe täglich erneuert werden. Sonst stirbt sie. Kann ich nicht zu Hause krank sein? Solange man Fieber hat, muss man ganz fest im Bett liegen. Wenn Bulla wenigstens hier wäre, zum Reden. Soll ich dir vorlesen? Oh ja, aus dem Gartenbuch. Aber noch bevor sie das Buch aufgeschlagen hatte, war er schon eingeschlafen. Einen Arm aus dem Bett hängend, damit Bulla ihm die Hand lecken konnte. Oh ja, ich liebe ihn, dachte sie. Natürlich liebe ich ihn. Aber er fesselt mich wie die Handschellen der Staatspolizei. Als sie die Treppe hinunterkam, erwartete sie ihre Schwiegermutter mit eigenartig starren Augen. Boris ist in Moskau. Ich weiß. Ich habe ihn selbst gesehen. Im Fernsehen. Hast du dich deshalb von ihm getrennt? Du hattest ja so recht. Nein. Wir haben nur so getan, als wären wir zerstritten. Warst du denn in die Sache verwickelt? Nein. Gott sei Dank. Ich hätte dich nur ungern mit dem kranken Kind aus dem Haus gewiesen. Sie geht fast wie eine Blinde, dachte Sarah. Sie muss die Augen geschlossen halten. Setzen Sie sich doch. Es war ein Schock für Sie. Mrs. Castle schlug die Augen auf. Sarah erwartete, sie voll Tränen zu sehen. Aber sie waren trocken. Trocken und hart. Morris ist ein Verräter. Versuchen Sie doch, ihn zu verstehen, Mrs. Castle. Es ist alles meine Schuld. Er wollte meinem Volk helfen. Hätte er mich nicht geliebt und Sam... Ein Verräter. Also gut, ein Verräter. Aber an wem denn? An Müller und seinen Freunden, an der Staatspolizei? Ich weiß nicht, wer Müller ist. Morris ist ein Verräter an seinem Vaterland. An seinem Vaterland? Wie gut, dass sein Vater das nicht mehr erleben muss. Sein Vater hätte ihn vielleicht besser verstanden als Sie. Verzeihen Sie, das hätte ich natürlich nicht sagen dürfen. Ich gehe fort, sobald es Sam besser geht. Wohin? Nach Moskau. Wenn man mich lässt. Sam wirst du nicht mitnehmen. Sam ist mein Enkelkind. Ich bin sein Vormund. Aber erst, wenn Morris und ich tot sind. Sam ist britischer Staatsbürger. Ich werde ihn zu einem Mündel unter Amtsvormundschaft erklären lassen. Morgen gehe ich zum Rechtsanwalt.
Sarah hatte nicht die leiseste Ahnung, was ein Mündel unter Amtsvormundschaft war. Es klang wie eine Verhaftung durch die Polizei. Kassel? Morris. Morris! Wo bist du? Du weißt, wo ich bin. Ich liebe dich, Sarah. Und ich liebe dich, Morris. Wir müssen uns mit dem Sprechen beeilen. Man weiß nie, wann die Leitung unterbrochen wird. Wie geht es Sam? Es geht ihm gut. Er schläft. Gib ihm einen Kuss von mir. Natürlich tue ich das. Du fehlst mir schrecklich, Sarah. Und du mir auch. Aber ich kann Sam nicht allein lassen. Natürlich kannst du das nicht. Ich verstehe das schon. Wenn er erst ein bisschen größer ist, hab Geduld. Das sagt Boris auch. Ich hab Geduld. Wie geht es, Mutter? Ich möchte lieber nicht über sie sprechen. Sprich von uns. Sag mir, wie es dir geht. Sie sind alle sehr freundlich. Ich habe sogar eine Art Anstellung bekommen. Sie sind mir dankbar für viel mehr, als ich je für sie tun wollte. Hast du Freunde? Ich bin nicht allein. Mach dir keine Sorgen. Du bist ein Engländer, der mal im British Council war. Er hat mich in seine Datsche auf dem Land eingeladen. Wenn es Frühling wird. Wenn es Frühling wird. Morris, verlier bitte nicht die Hoffnung. Morris. Morris. Sie verstand. Die Leitung nach Moskau war tot. Sie hörten den dritten Teil des dreiteiligen Hörspiels »Der menschliche Faktor« von Graham Greene. Aus dem Englischen übersetzt von Luise Wasser-Tazukari und Hans W. Pollack. Es sprachen Erzähler Günther Mack, Morris Kassel, Dieter Borsche, Sarah Kassel, Hannelore Hoger, Sam Kassel, Malte Körner, Sir John Hargreaves, Martin Benrath, Dr. Percival, Herbert Fleischmann, Oberst Daintree, Horst Michael Neuze, Arthur Davis, Matthias Ponier, Cornelius Müller, Franz Rudnick, Boris Ludwig Thiesen. Ferner wirkten mit Hans Bernhard, Susanne von Borjody, Wolfgang Breitenstein, Antje Hagen, Gerd Keller, Maria Majewski, Heinz Schimmelpfennig und Bert Wesselmann. Funkbearbeitung und Regie Bernd Lau. Eine Gemeinschaftsproduktion des Südwestfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln aus dem Jahre 1982.